Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ars Vivendi. Ich möchte mich bei euch an dieser Stelle vielmals bedanken für eure Unterstützung und Empfehlung. Und heute habe ich einen Gast eingeladen, mit dem ich heute über ein ganz besonderes Thema sprechen möchte, nämlich das aufgeklärte Heidentum. Andreas Mann. Andreas, schön, dass du da bist. Ja. Andreas, du bist Physiker, du bist Heide und du hast vor einigen Jahren dieses Buch geschrieben, Aufgeklärtes Heidentum, was mich vom Titel her natürlich zuerst mal etwas stutzig gemacht hat. Ich habe es dann angefangen zu lesen, konnte gar nicht mehr aufhören. Hatte dann in einer Recherche entdeckt, du bist gar nicht so weit von mir entfernt und ich hatte dich damals kontaktiert. Wir hatten uns dann verabredet, weil ich gesagt habe, hey, ich habe Fragen, lass uns reden. Und meine erste Frage an dich war, Andreas, hör mal, du bist Physiker. Du bist in der Wissenschaft zu Hause, du bist ein rational denkender Mensch. Du glaubst doch nicht tatsächlich an Odin. Und du hattest mir damals gesagt, das ist schon die falsche Frage. Vielleicht steigen wir da einfach mal ein. Die Begriffe Religion, Glaube, Opfer werden wir heute mal ein bisschen durchleuchten und aus heidnischer Sicht erfragen, was du dir für ein Bild gemacht hast, für eine Vorstellung gemacht hast über diese Begriffe. Und starten wir einfach mal mit dem Begriff Religion. Das ist ein guter Punkt. Die Begrifflichkeit, gerade Religion und Glaube und was man damit verbindet, ist halt in unserer Gesellschaft zu 100% mit dem Christentum verbunden. Wir sind nun mal eine christliche Gesellschaft. Das Christentum ist, was das Religiöse angeht, das Fundament, was wir haben seit Jahrhunderten in unserer Gesellschaft. Und alle, die an dieser Gesellschaft partizipieren, haben quasi eine christliche Sicht auf Religion und Glaube. Und ich nenne es mal vorsichtig das Göttliche, um jetzt nicht in irgendwelche Singular-Plural-Fallen reinzulaufen. Mhm. Und auch Atheisten haben eine christliche Weltsicht auf Religion, auch wenn sie dann Religion vielleicht ablehnen. Aber die Sichtweise darauf oder um was es sich bei Religion oder Glauben überhaupt handelt, ist vom Christentum bestimmt, beziehungsweise von der christlichen Lehre und auch der christlichen Weltsicht, der christlichen Gottessicht, wie immer man das nennen möchte. Und das ist der größte Punkt, warum man sehr schnell zu Missverständnissen kommt, wenn man Religionen hat, die gar nicht so sehr auf dieses Schema passen, sondern eine völlig andere Ausrichtung haben oder auch nur eine leicht andere Ausrichtung haben, aber man kommt trotzdem in irgendwelche Missverständnisse rein, weil es nicht mit dem zusammenpasst, was man denn eigentlich von einer Religion erwartet. Und wenn man einen auf der Straße fragt, was denn Religion ist, dann ist es entweder eine Kirchenmitgliedschaft oder es ist der Glaube an Gott oder der Glaube an Götter oder etwas Naheliegenderes. Und dass das Wort Glaube in dem Sinne schon komplett christlich konnotiert ist, das ist den meisten logischerweise überhaupt nicht bewusst, weil es seit über 1000 Jahren halt in der hiesigen kulturellen Entwicklung so ist und ich sag mal auf ganz Europa bezogen, aufs Römische Reich, ist es schon seit 1700 Jahren so weit drin, dass wir diese Vorstellung aus dem kulturellen Bewusstsein ganz schwer nur rausbekommen. Und ein gutes Beispiel für mich ist immer Buddhismus. Ich glaube, es wird niemand bestreiten, dass Buddhismus eine Religion ist. Sie haben Tempel, sie haben Mönche, sie haben Priester in der Regel, also nicht so Priester wie im Christentum, aber so etwas Ähnliches. Ja. Sie haben Lehrer, der ein oder andere würde es vielleicht so eine Art Guru nennen, aber ne, wir wissen, wovon wir reden. Und in der buddhistischen Lehre kommen Götter eigentlich gar nicht vor. Oder auch ein Gott. Völlig irrelevant. Das ist ich will nicht sagen eine weltliche Philosophie, aber es ist eine Lebenseinstellung, es ist eine Lebensphilosophie, die hat gewisse Grundpfeiler, aber irgendetwas Göttliches ist dafür eigentlich mehr oder weniger irrelevant. Es ist nicht so, dass Götter nicht vorkommen, dass viele Buddhisten im Tempel auch Götter anbeten,
Das ist durchaus der Fall, aber es ist für die Lehre nicht wirklich relevant oder eine von den vielen Lehren. Buddhismus ist ja nicht so einfach gestrickt, als dass man von dem Buddhismus reden könnte. Das ist, wie viele Schulen gibt es? 85.000 oder so. Die haben alle leicht andere Schwerpunkte gesetzt, aber da braucht man ja nicht ins Detail gehen. Das Wichtige ist, wir haben mit dem Buddhismus eine Religion, die völlig ohne Glaube an etwas Göttliches auskommt, um seine Philosophie darauf aufzubauen. Und es ist bei weitem nicht die einzige, die das macht. Wir haben diese Religion nur nicht so sehr im Blick, weil sie A, nicht in der europäischen Kulturgeschichte mehr so präsent sind, weil die Religionen, die die meisten kennen, Christentum und Islam, das ist von der Theologie, die dahinter, oder eine Theologie ist da auch der falsche Begriff, aber die Art der, was man unter einem Gott versteht, was man, dass ein Glaube dazugehört, dass ein Bekenntnis dazugehört, das ist sehr nah aneinander. Und das Judentum ist da jetzt auch nicht so weit weg, auch wenn man da nicht wirklich ein Bekenntnis braucht, sondern wenn man dazugehört, gehört man halt dazu. Und in den alten heidnischen Religionen war das nicht großartig anders. Da musste man nichts bekennen. Da wurde man hineingeboren, man gehörte dazu. Das war schon immer so. Und irgendeine Umkehr oder irgendein äußeres Zeichen wie eine Taufe oder ein Glaubensbekenntnis brauchte man dort gar nicht. Weil das einfach irrelevant war, weil es quasi als Gesetz galt, dass man sowieso dabei ist. Es war natürlich. Es war natürlich, ja. Ja. Mhm. Und um auf den Begriff zu kommen, Cicero hat Religion definiert, Religio, als Substantiv zum Aufsammeln oder Auflesen von etwas, von Verlängerung. Genau. Ja. Und da geht's eher um die Beachtung der Traditionen. Mhm. Es geht um die Beachtung einer gewissen Ethik, um Moralvorstellungen einzuhalten, sich quasi in die tradierte Gesellschaftsordnung einzubinden. Eine Achtsamkeit, was ja hier aktuell überall und wo ist. Achtsamkeit siehst du in jeder zweiten Zeitschrift, man soll darauf achten, achtsam mit sich und mit anderen umgehen. Und nichts anderes hat Cicero damit gemeint. Das stimmt, nur allerdings nach tradierten Regeln. Ja. Ne? Und ich meine, das kann man vielleicht, das Licht der moderne Bürger aus den späten 60ern dann vielleicht als Spießertum aus. Ja. Aber das Wichtige ist halt, dass es um einen Wertekanon gibt, geht, ne, den die Religion weitergibt. Ja. Gar nicht mal so sehr an Mitglieder, weil Mitgliedschaft an einer Religion, das gab es in dem Sinne im antiken Altertum auch nicht so. Es gab religiöse Vereine, es gab die Staatsreligion, bei denen quasi die Staatsvertreter mitmachen mussten und das Volk auch in gewissem Maße dran partizipieren musste, wie später nachher im Römischen Reich der Kaiserkult. Und wer da nicht mitmachte, der machte sich irgendwo verdächtig. Aber das war jetzt in dem Sinne keine, bis auf die Vereine, die es schon in der griechischen Antike gab, jetzt nicht wirklich eine Mitgliedschaft im heutigen Kirchenmitgliedschaftssinne. Es gab ja auch die privaten Religionen. Also der Hausaltar, der Laren, die Pinaten, also die im Römischen dann natürlich auch für die Familie, für den Schutzstand. Und richtig. Und dass das Getreide nicht ausging. Ne? Dann gab es noch die Kulte, ja, so, dass die ähnlich wie Vereine organisiert waren. Ja, da konnte man dann natürlich schon Mitglied werden und initiiert werden. Aber das ist eigentlich eine recht späte Geschichte. Mhm. Das kam auch erst so zum Zeitenwechsel hoch. Ja. Ja. Ich sag mal gut, den Dionysus-Kult, den gab es schon im zweiten vorchristlichen Jahrhundert, nachher der Isis-Kult und Demeter-Kult und was es alles gegeben hat. Aber die private Religiosität, die hat es parallel eigentlich immer gegeben. Es ist ja erstaunlich, dass die einzelnen Strömungen, wie zum Beispiel der Isis-Kult, den man ja mit dem Staatskult eigentlich gar nicht in Einklang bringen kann, dass das nebeneinander alles wunderbar funktioniert. Der römische Staat hat den Isis-Kult, ich glaube, dreimal verboten, über mehrere Jahrhunderte hinweg hat alles nichts genutzt. Das ist einfach weiter gemacht worden, weil er halt Antworten auf die menschlichen Probleme gegeben hat. Und wenn man es mal ganz genau nimmt, mit der Marienverehrung in der katholischen Kirche existiert er heute noch. Wenn man jetzt mal so einen Schritt zurücktritt und guckt, worum es denn nun eigentlich geht und
ja, sich die Ikonografie anguckt im Marienkult, also ein Römer des ersten Jahrhunderts oder auch des ersten vorchristlichen Jahrhunderts, wenn der eine Marienstatue sieht, würde er sofort mit Isis identifizieren, allein von der Äußerlichkeit her. Es war bei den Römern ja bemerkenswert, diese sogenannte Interpretatio Romana. Man fiel in Germanien ein, besiegte einen Stamm und einigte sich dann darüber, du hast einen Kriegsgott, du hast eine Liebesgöttin. Da gab es nie Streit drüber. Das ist richtig, weil ich meine, Gesamteuropa hat ja ein indoeuropäisches Erbe. Das heißt, die ganzen religiösen Vorstellungen, die es vor 2000 Jahren gab, die sind ja schon im Vorfeld auf einer gemeinsamen kulturellen Basis, haben sich ja über Jahrhunderte und Jahrtausende entwickelt. Das heißt, diese Interpretatio ist ja gar nicht so weit vom realen Geschehen weg. Ja. Man hat für ein und dieselben, ich nenne sie jetzt mal archetypischen Vorstellungen, unterschiedliche Götternamen gehabt, aber sie sind über die kulturellen Geschichten halt weitergegeben worden, haben sich leicht verändert, je nachdem, auf welcher Seite der Alpen oder der Donau oder sonst wo man gelebt hat. Mhm. Aber ich sag mal, der mythologische Kern ist immer noch derselbe geblieben. Und das beste Beispiel ist der himmlische Vater. Das gibt es im indoeuropäischen Bereich schon als Diaos Pita. Ja. Daraus hat sich dann nachher Jupiter entwickelt oder Zeus. Ja. Also von Diaos kommt nachher Theos und dann Zeus, Zeus. Mhm. Daraus hat sich dann im Germanischen der Tivatz entwickelt. Und daraus der Tür, wie man ihn aus der Edda kennt, beziehungsweise Tuesday, kommt auch von Tivatz. Ja. Und halt der Tag des Mars dann im römischen Bereich. Und daran sieht man schon, es sind im Prinzip dieselben Vorstellungen. Sie äußern sich nur in anderen Namen und in anderen Äußerlichkeiten. Und deshalb war es eigentlich für die gesamte antike Welt überhaupt kein Problem, diese Interpretation vorzunehmen. Ja. Was wir hier ja auch gemacht haben mit den, ich habe es gerade schon gesprochen, mit den Wochentagsnamen. Richtig. Alle unsere Wochentagsnamen, bis auf den Samstag, naja, und im Deutschen natürlich der Mittwoch, beziehen sich alle auf alte Götter. Lass uns die mal durchgehen. Ich finde das interessant, weil es wahrscheinlich viele gibt, die darüber eigentlich auch gar keine richtige Kenntnis haben. Ja, fangen wir damit an. Fangen wir mit dem Sonntag an. Ja. Das ist der Sonnengott im südeuropäischen Bereich, bei uns. Sol Invictus. Sol Invictus, bei uns die Sonnengöttin, ja. Sunda, was auch in der Grammatik interessant ist. Ne? Mhm. Es ist in den romanischen Sprachen ist die Sonne maskulin, ja. Bei uns ist sie feminin, genauso wie in der Mythologie die Götter mal maskulin oder feminin sind. Das finde ich äußerst interessant. Das gleiche gilt bei dem Mond. Ja. Ne? Montag ist der Mondgott oder die Mondgöttin, Luna halt für im romanischen Bereich. Mhm. Und auch da ist das gleiche grammatikalische Prinzip, ne? La Luna, aber der Mond. Ja, das ist schon Lunedì, ne? Im Italienischen. Genau. Ja. Gut, das Italienische und die französischen Wochentagsnamen, die sind eindeutiger. Und mehr oder weniger bis auf die kleinen Sprachverschiebungen eigentlich identisch. Ja. Und dann kommt der Dienstag von Martingus. Ja. Aus dem Latein, also die germanisierte Form des Mars. Martedì. Auf Italienisch? Dies Martis, der Tag des Mars. Genau. Und im Französischen genauso. Mhm. Und der Mars Tingus ist halt mit Tür gleichzusetzen aus der Edda und daher auch der Tuesday im Englischen. Im Englischen ist man noch viel näher dran als bei uns. Der Mittwoch ist etwas komplizierter, ja. Was wahrscheinlich auch aus christlichem Einfluss im Deutschen beruht, weil auf Odin oder Wodan wollte man den Tag nicht wirklich weiter benennen. Im Englischen ist es noch so. Wednesday ist der Wodanstag. Mhm. Da ist die ursprüngliche Interpretatio noch vorhanden. Im Donnerstag haben wir es noch. Der Donnergott, Dona. Mhm. Im Griechischen, im Römischen ist es der Tag des Jupiter, der Tag des Zeus. Ja. Bei uns ist es der Tag des Dona oder Thursday von Thor. Ne? Donnerstag, das passt wunderbar zusammen. Der Freitag ebenso. Ja. Er kommt nicht, dass der Tag frei ist, sondern es kommt von der germanischen Göttin Freya oder nachher etwas freier, wie man es aus dem Skandinavischen kennt. Die Götterfigur ist aber wohl, kam wohl erst etwas später auf. Die war in der römischen Antike. Bin ich mir nicht sicher, ob sie da schon präsent war. Auch schön im Italienischen. Venerdì, der Tag der Venus.
Genau, also das ist, da hat man ne, die weibliche Gottheit und wir haben sie in unserem Namen immer noch. Es fällt nicht mehr ganz so auf, ne? Friday und Freitag klingt so eher nach dem Adjektiv, ja. Dass man frei ist, aber da kommt es nicht her. Es kommt wirklich von der Göttin Fria oder Frigga, da gibt es ja diverse Namen zu. Das Einzige, was im germanischen Bereich nicht gepasst hat, ist der Samstag. Ja. Der leitet sich auch heutzutage vom Sabbat ab. Vom Saturn. Im Englischen vom Saturn. Ja. Aber offensichtlich hatte man für den Saturn keinerlei Entsprechung mehr im germanischen Pantheon gefunden, ja. Als dass man da die Wochentage anpassen wollte. Ne? Also im Englischen ist der einfach römisch geblieben. Und naja, hier hat man ihn früher wohl Waschtag genannt. Ne? Mhm. Und wenn man einfach nicht wusste, ne? Also die in den nordischen Mythen mit Saturn, das Einzige, was man damit verbinden könnte, wäre vielleicht Ymir, der Urriese, passt ja. So ein bisschen von der Geschichte, vom mythologischen Bild, aber das ist jetzt keine Figur, nachdem man hier einen Wochentag benennen würde. Und deshalb hat man es einfach gelassen, nehme ich mal an. Ja, das heißt also, die Götter und die Mythen leben in unserem Alltag und wir wissen es nicht. Also wir kennen die Planetennamen natürlich, das ist offensichtlich. Aber um nochmal auf das Wort Religion zurückzukommen, fand ich deine Deutung von Cicero wesentlich besser und passender als die Interpretation, die meistens auch gelehrt wird. In der Religionswissenschaft kommt man immer wieder auf Lactantius zurück. Die Rückbindung relegere, das heißt also die Rückbindung an das Göttliche. Genau, das ist ja die übliche Definition von Religion, die man heute hat, weil sie halt so seit, wann hat Lactantius geschrieben, vor 1700, 1600 Jahren, oder viertes Jahrhundert, drittes, viertes Jahrhundert so grob, die hat sich in unserem Kulturgut halt festgesetzt. Mhm. Und er setzt sich ja wirklich apologetisch mit der Definition von Cicero auseinander und sagt, was bisher so definiert wurde, das ist falsch. Wir machen es jetzt anders als vorher. Ja. Ja, und das kann man ja bei ihm nachlesen. Mhm. Und er setzt bewusst auf eine neue Definition, damit das zu der neuen Form von Religion passt. Das heißt, mit dem Kirchenvater Lactantius, eine neue Form von Religion hat die althergebrachten Religionsformen oder die Formen, die im Römischen Reich dann quasi noch an Vogue war, quasi abgelöst. Ja. Und das macht sich in heutigen Missverständnissen, die man dann mit der Gesellschaft hat, wenn man einer Religion anhängt, die halt nicht diese Lactantius-Definition entspricht, redet man aneinander vorbei, weil man halt unterschiedliche Definitionen von einem und demselben Wort hat. Ja. Also dieser Toleranzgedanke, Jan Assmann hat das ja sehr schön in seiner Schrift über die mosaische Unterscheidung rausgearbeitet, begann eigentlich damit, dass man sagt, man verehrt nun einen Gott, der alle anderen Götter obsolet macht. Zuerst war es noch eine Form der Billigung, dass man unter Konstantin noch die Religionen alle gleich ausüben konnte. Das heißt, also Konstantin hat das Christentum erst gesellschaftsfähig gemacht. Aber dann gab es über die nächsten Jahrhunderte das große Aufräumen. Also spätestens bei Theodosius dem Ersten und dem Zweiten wurden die Bibliotheken geschlossen, das Heiligtum von Delphi wurde geschlossen, die Olympischen Spiele. Es gab nur noch diese eine Religion. Und was hat das gemacht mit den Menschen, die natürlich weiterhin ihre heidnischen Bräuche gepflegt haben? Wo dann nachher heilige Haine, Tempel abgerissen wurden, darauf wurden dann Kirchen errichtet und Kulte wurden umgestrickt, weil man sie natürlich aus der einfachen Bevölkerung auch nicht herausbekam. So entstanden die ganzen Heiligen. Richtig. Man darf eins nicht vergessen, im Römischen Reich, auch vor Aufkommen des Christentums, herrschte eine Staatsreligion vor.
Ja, das heißt, es war staatlich durchaus geregelt, welche Religion man quasi offiziell für das Reich hatte. Das hat das Christentum ja nachher übernommen, als es selber Staatsreligion wurde unter besagten Theodosius. Ja. Und der Unterschied und der massive Umbruch war, dass aber diese Loslösung von der privaten Religion, die man hatte, mehr oder weniger abgeschafft worden ist. Man hatte jetzt nur noch eine einzige. Man konnte nicht in irgendwelche Extrakulte gehen, man konnte sich nicht in einem Verein anschließen, man konnte privat nicht mehr machen, was man wollte, was mit dem Staatskult dann eher weniger zu tun hatte, sondern man hatte nur noch einen einzigen. Ja. Und das ist auch so die Vorstellung, die heute immer noch in der Gesellschaft ist, dass man auch nur eine Religion haben kann. Mhm. Warum? Man kann durchaus mehrere Religionen haben. Beste Beispiel ist Japan. Ja. In Japan sind grob 60% der Einwohner sowohl Buddhisten als auch Shintoisten. Und das sind zwei Religionen, die nach westlichem philosophischen oder theologischen Verständnis überhaupt nicht kompatibel sind. Ja. Ja, man kann nicht beides gleichzeitig sein, nach unserem Verständnis, philosophischem Verständnis, wie eine Religion zu funktionieren hat. Aber und die haben auch christliche Kulte nebenbei auch noch. Haben sie auch, aber die sind natürlich selten beides. Mhm. Ja, also also die wenigen Christen, mit denen ich in Japan mal zusammengekommen sind, die also einem dann vielleicht auf offener Straße auch den Wachtmann drehen wollten, die sind da auch. Ja. Die sind schon in dem, wir haben nur diese eine Religion und mehr darfst du auch nicht haben. Aber diejenigen, die dem Shintoismus noch anhängen oder auch dem Buddhismus anhängen, die haben überhaupt kein Problem damit, zwei nach unserem Verständnis völlig konträre Religionen parallel zu betreiben. Mhm. Und nach ostasiatischem Verständnis ist das auch kein Widerspruch. Mhm. Und auch nach einem heidnischen Verständnis ist das kein Widerspruch, weil ob ich nun eine Liebesgöttin Venus nenne oder ob ich sie Freya nenne oder Aphrodite nenne und einen unterschiedlichen Kult drum betreibe, vom Kern her, ist immer noch dasselbe. Ja. Hm. Du hast bei der Definition von Religion eine sehr interessante Unterscheidung gemacht zwischen primärer und sekundärer Religion. Die Unterscheidung ist nicht von mir, die ist auch vom Aßmann. Ja, klar, aber du hast sie ausgearbeitet und ich fand deine Darstellung sehr schön, weil die eben auch so der erste wirklich gravierende Unterschied ist zwischen Heidentum und Christentum oder den monotheistischen Religionen. Vielleicht magst du uns da ein bisschen was drüber erzählen. Ja, diese Unterscheidung, die kam ja ursprünglich von Sundermeyer, ein evangelischer Theologe, wo es um die Spiritualität oder den Glauben des Individuums geht. Mhm. Und das Primäre ist dabei, also eine primäre Spiritualität ist, wenn man sich direkt mit Gott oder mit einem Gott verbunden fühlt oder mit ihm in Kontakt tritt. Ja. Also, so wie der Meister Eckhart zum Beispiel, ist ein perfektes Beispiel für primäre Spiritualität, würde ich mal sagen. Die Mystik. Die Mystiker, also Sufis im Islam. Kabbalisten. Gutes Beispiel für alles. Ne? Wo man versucht, quasi auf persönlicher Ebene mit dem Göttlichen in Kontakt zu treten und irgendwie sein Leben damit weiterzubringen. Ja. Und das Sekundäre ist dabei, wenn es quasi ums Schrifttum geht, sich mit niedergeschriebenen Geschichten, mit niedergeschriebenen Lehren oder auch im schlimmsten Fall mit festen Dogmen, dann versucht, dem Göttlichen zu nähern. Das ist dann die sekundäre Geschichte. Sekundär auch in dem Sinne, dass man da vielleicht Mittler zum braucht, sei es nun Priester oder Gurus oder halt die Schrift. Mhm. Was in einer schriftlosen Gesellschaft, also oder in einer schriftlosen Religion, wo es in dem Sinne so etwas wie eine heilige Schrift gar nicht gibt, der gar nicht vorkommen kann. Ja, und Aßmann hat das ein bisschen ausgeweitet in primäre und sekundäre Religionen. Das heißt, wo die primären Religionen von der inneren Struktur her eher auf den direkten Kontakt setzen, wie weite Teile des Heidentums früher, also die Privatreligion. Bei der Staatsreligion kann man schon drüber diskutieren, inwieweit die noch primär ist oder ist die schon sekundär. Und die Buchreligionen sind auf jeden Fall sekundär. Und natürlich hat jede einzelne Religion, kann man nicht zu 100% sagen, sie ist das oder das. Es gibt da immer gewisse mengenartigen Verschiebungen.
Also evangelisches Christentum ist mit Sicherheit sekundärer als katholisches. Ja. Katholisch und auch der sogenannte Volksglaube, da ist noch sehr viel Primäres bei. Und im Volksglauben sind ja auch viel von den vom alten Brauchtum aus dem heidnischen Bereich noch übernommen worden. Das heißt, viele Dinge, die heutzutage noch gemacht werden, Pärchen laufen, Feuer anzünden, das hat ganz alte Geschichten und die sind einfach im Christentum, haben die weiter überlebt in dem Sinne. Die sind niemals wirklich kaputt gegangen. Und auch die Geschichten, die sind in Märchen weitererzählt worden. Naja, aber das Wichtige ist, um aufs Primäre, Sekundäre zurückzukommen, dass eine primäre Religiosität braucht in dem Sinne keinen Mittler. Es braucht kein Lehramt, es braucht keine heilige Schrift. Es hat höchstens eine Mythen, was einem einen Weg aufzeigt. Man hat Bilder, eine Bilderwelt, an die man sich festhalten kann, um seinen Kontakt zum Göttlichen zu suchen oder herzustellen. Aber ich brauche keinen Priester, ich brauche keinen Guten. Aber es gab ja auch, seitdem wir uns mit schamanistischen Traditionen beschäftigen, Menschen, die quasi Mittler waren, die durch Trance in der Anderswelt waren. Im Heidentum gibt es Priester, die dementsprechend auch Weihen vollziehen, die das Ritual leiten. Wo ist da der Unterschied? Da gibt es viele Unterschiede. Also zum einen das Wort, was wir heute als Priester kennen oder was wir unter einem Priester verstehen, ist auch komplett im christlichen Kontext zu sehen. Das ist mit einem antiken Priester nicht zu vergleichen. Das Priestertum in altem Rom war teilweise nur eine zeitlich begrenzte Aufgabe, um mal für 2 Jahre einen Tempel zu leiten, um sich auf seine politische Karriere vorzubereiten. Mhm. Ja, und Priester im alten Rom, da können wir es beurteilen, weil wir da schriftliche Quellen haben, archäologische Quellen haben, im germanischen Heidentum oder auch im keltischen Heidentum, da ist ja nichts überliefert worden, wie es da mit sogenannten Priestern aussah. Das wissen wir schlichtweg einfach nicht. Wir können es höchstens vermuten, dass es vielleicht ähnlich gestrickt war wie bei den Griechen oder im Römischen Reich. Aber das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Also ich vermute, dass es sehr ähnlich war, allein aus dem Grund, weil auch die Mythen sehr ähnlich waren. Mhm. Ja, und aber wie gesagt, da kann man nicht mal halbwegs eine sichere Aussage zu treffen. Aber wir wissen es von römischen Priestern, da gab es durchaus verschiedene Arten von, was man heute alles als Priester bezeichnen würde, mit unterschiedlichen Aufgaben, die alle nicht die Aufgabe hatten, die ein christlicher Priester hat oder ein Bischof. Sowas wie Seelsorge war damals eigentlich völlig unbekannt. Das hat man dem religiösen Bereich mit offiziell dafür beauftragt, muss man sagen, einfach nicht getan. Wenn wir heute von Priestern reden, dann haben wir da auch eine komplett christliche Vorstellung von. Und auch sogenannte, sagen wir, Neuheidentum, Priester, die Ehepaare verheiraten oder andere Rituale vornehmen. Inwieweit das der historischen Realität entspricht, das wage ich zu bezweifeln. Vielfach wurden halt solche Dinge vom Hausvorstand gemacht. Mhm. Also der Dorfälteste, der Familienälteste, der Hausherr, die haben religiöse Rituale auch im römischen Bereich, in der Hausreligion mit Laren und Penaten gemacht, so wie sie es von der Familie aus gewohnt waren. Und da brauchte man jetzt keinen offiziell geweihten irgendwie hinzu. Ja. Das war eher dann für die offiziellen Rituale, die aus dem Staatskult kamen. Mhm. Und inwieweit es solche offiziellen Geschichten, sagen wir mal im keltischen Bereich mit den Druiden, wo man immer so schön von erzählt, oder im germanischen Bereich, wo es ja im Gegensatz zu dem, was Tacitus schreibt, durchaus Tempelanlagen gegeben hat, die hat immer die ein oder andere mittlerweile ausgegraben, inwieweit die fest angestellt waren, was für einen Rang die hatten, ob die geweiht haben, wir wissen es nicht, hat niemand aufgeschrieben. Können wir nur rumraten. Und heutzutage wird halt etwas praktiziert, wo wir die Kulturgeschichte auch des Christentums mitgenommen haben. Davon können wir uns nicht mehr ablösen. Auch die Rituale haben sich ja geändert im Laufe der Jahrhunderte. Ja, wir wissen ja gar nicht mehr so sehr, wie die Rituale abgelaufen sind. Im Christentum können wir das nur erraten. Genau. Und auch, also ich sag mal, im keltischen Heidentum. Ja. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich weiß es nicht, ob da was überliefert ist. Also ich weiß, vom germanischen Heidentum ist ein einziges Ritual überliefert. Das ist der Sumbel, wie so ein Beowulf-Epos drin steht.
Da kann man, das wird heutzutage gerne verwendet, was, ne, weil man da einen Anhaltspunkt zu hat. Und alles andere, was wir machen, ist mehr oder weniger neu erfunden. Aber das ist ja nichts Schlimmes, weil jede Tradition hat irgendwann mal angefangen und jedes religiöse Ritual wurde irgendwann mal zum ersten Mal praktiziert und nicht seit ewigen Zeiten. Und deshalb ist das ist nichts Schlimmes. So bildet sich heute eine neue Tradition heraus, weil halt die althergebrachte diverse Jahrhunderte unterbrochen worden ist. Ja, ich glaube, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, weil wir natürlich immer wieder feststellen wollen, ja, da ist eine Tradition, die ist schon Jahrhunderte oder vielleicht Jahrtausende alt. Und oftmals hört man dann, ja, die Heiden, die basteln sich da etwas zusammen. Patchwork-Religion, wir kennen das vom New Age, wir kennen das von dieser Titulierung Esoterik, die ich ja in dem Zusammenhang auch weniger mag, weil sie inflationär auch völlig falsch verwendet wird. Und ich finde es schön, dass du einfach sagst, ja und? Es ist doch nicht schlimm. Eine Tradition beginnt ja auch irgendwann mal. Und diese ganzen Möglichkeiten, die wir haben, heute an religiöse Traditionen anzuknüpfen, um daraus etwas Neues zu generieren, ist nicht verwerflich, wenn wir noch eine Gemeinschaft finden, die eine Übereinkunft hat, wie ein Ritual ablaufen kann und dieses Ritual wirkmächtig wird. Da kommen wir wieder zu den primären und sekundären Religionen zurück. Aßmann schreibt ja, dass man das Sekundäre in den Religionen heute nicht mehr wegbekommt. Er meint ja, man könnte nicht mehr hundertprozentig zu einer primären Religionsform zurückkehren. Hat er unter Umständen auch recht mit. Also im Neuheidentum kann man sehr schön beobachten, wie das Sekundäre, auch wenn es niemand haben will, gar nicht so einfach mehr von sich zu weisen ist oder es ist zu ignorieren. Es funktioniert leider nicht. Was vielleicht bei einer primären Religionsform interessant ist, ist, dass sich quasi die Religion mit dem Zeitgeist, dass sie stärker mit dem Zeitgeist korreliert als in einer sekundären Religion. Weil eine sekundäre Religion, die zu einem gewissen Zeitpunkt gestiftet worden ist, wo man eine heilige Schrift hat, die zu einem gewissen Zeitpunkt in der Historie niedergeschrieben worden ist, daran hängt man sehr stark feste. Und davon will man dann auch nicht weg. Und sich da an den Zeitgeist anzupassen oder sich weiterzuentwickeln, ob zum Guten oder Schlechten, aber das ist unglaublich schwer, weil das durch das sekundäre Element ein viel höheres Beharrungsvermögen hat, als wie es im primären Bereich angesiedelt ist. Mhm. Ja, und man sieht, welche Probleme die katholische Kirche damit hatte, sich in der geschichtlichen Entwicklung weiterzuentwickeln. Galilei, Zweites Vatikanisches Konzil. Das Mein Zweites Vatikanisches Konzil ist ein äußerst interessanter Punkt dabei. Da hat die katholische Kirche einen unglaublichen Schritt nach vorne getan. Aber im Prinzip war es, sich an die Gegebenheiten, die sich die letzten 300 Jahre geändert haben, anzupassen. Richtig. Ja. Und das liegt halt an der sekundären Religionsform. Und mit einem gewissen Amüsement kann man das auch im Neuheidentum, gerade sagen wir im germanischen Bereich, feststellen, ne? Wie viele Leute sich an die Wikingerzeit klammern, weil sie es irgendwie mit der Edda in Verbindung bringen, die ja auch geschrieben worden ist, lange nachdem die Wikingerzeit vorbei war und das auch aus rein christlicher Perspektive gemacht worden ist, wenn man es mal, es war ein christlicher Bischof, der es geschrieben hat. Ne? Und aus welcher Motivationslage heraus darüber, das kann man streiten, das brauchen wir hier, glaube ich, jetzt nicht ausweiten. Aber das Interessante ist, dass auch bei denen, die eigentlich mit einer sekundären Religionsform gar nichts zu tun haben, wollen sie sich doch auf eine Art Stiftungszeitraum festbeißen, der eigentlich dem Wesen dieser Religionsform widerspricht. Weil ich sage mal, die Wikingerzeit oder auch das, was in den Sagas beschrieben wird und das, was in der Edda beschrieben wird, bezieht sich auf einen ganz kleinen historischen Zeitraum. Und es gibt Dinge davor. Es gibt Dinge davor. Ja. Und es gibt Dinge danach. Mhm. Ja? Und ich sage mal so, den heutigen wird es vielleicht nicht ganz so gut gefallen, aber die ganze Marvel-Comic-Geschichte, die ganze Filmgeschichte, die jetzt kommt, ja, selbst Star Wars, was ja auch zumindest die ersten 6 Teile noch ein Mythos war, im Gegensatz zu den 3 neuen, was nur Action-Kino ist. Ja. Aber auch das sind Dinge, die man aus dem Kulturgut nicht mehr rausbekommt. Und gewisse Sichtweisen auf die Götter, die sich
im 19. Jahrhundert erst entwickelt haben, nachdem man die ganzen alten Schriften wiederentdeckt hat, können wir sagen. Und wo sich außer in Skandinavien ja nicht viel entwickelt hat. Das ist nicht wegzudiskutieren. Das ist in unseren Köpfen drin, das ist im Kulturgut drin. Genauso wie Marvel-Filme im Kulturgut sich jetzt etabliert haben und das auch die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich noch so bleiben wird. Hm. Ja, und das sollte man akzeptieren. Es nützt nichts, das zu bekämpfen, ne? Sondern man sollte da das Beste, was für die eigene, wenn man aufs Primäre zurückkommt, auf die eigene Spiritualität funktioniert, hm. da sollte man sich das Beste von rausgreifen und sich nicht irgendwie auf etwas fixieren, was man für zu einem gewissen Zeitpunkt für heilig gesetzt hat, was der Realität in keinster Weise entspricht. Es bekommt dadurch so eine unglaubliche Schwere. Ne? Also gerade wenn man sagt, ja, das ist die Tradition, das hat man schon immer gemacht über Generationen und dann ist man quasi eingeklammert in dieses Setting, was natürlich von Priestern vorgegeben wird. Und wir wissen natürlich, welche Machtausübung damit natürlich auch verbunden ist. Das kennen wir seit der Antike, das kennen wir seit Echnaton. Und es stimmt einfach nicht, ja. Diese ewige Tradition. Ja. Wenn man mal genau hinguckt, der Zölibat mhm. ist nicht mal halb so alt wie das Christentum. Ja. Ja. Und ein lustiges Beispiel aus einer völlig anderen Ecke, wenn ich mir Schützenvereine angucke, das heutige Schützenwesen, was auf Tradition pocht. Das, was heute von den meisten als Tradition gesehen wurde, ist in den 50er Jahren entstanden. Ja. So alt ist es noch gar nicht. Die ganzen Geflogenheiten und die ganze Uniformierung, die es da gibt, mhm. die ist relativ modern. Die ist gerade mal 70 Jahre alt. Vor dem Krieg oder auch im 19. Jahrhundert haben die Leute leicht was anderes gemacht. Nicht etwas völlig anderes, wenn die sagen, aber mhm. es ist nicht exakt so. Man hat die Tradition nicht zu 100% so weitergeführt. Und auch das, was im 19. Jahrhundert dort gemacht worden ist, hatte mit der ursprünglichen Schützenbruderschaft, die dann im späten Mittelalter, frühe Neuzeit aufgekommen sind, ja quasi das Ritterwesen abgelöst haben, mhm. auch nicht so viel mit zu tun. Man hat noch so einen Kerngedanken ja. und es ist alles ein bisschen sportlich geworden, es ist eine Freizeitbeschäftigung geworden, was im 14., 15. Jahrhundert noch bitterer Ernst war für eine Stadtwache. Ja, aber die Traditionen auch da haben sich im Laufe der Zeit gewandelt mhm. ja, und sie haben sich auch teilweise deutlich gewandelt und nur so ein paar Kernpunkte, wie zum Beispiel auf den Vogel zu schießen, das mhm. hat man früher mit der Armbrust gemacht und heute macht man es mit einem Gewehr. Ja. Aber der Kern, der Trainingsgedanke, dass man so etwas braucht, um ne, mit seinen Geräten umgehen zu können, ist immer noch derselbe. Nur die äußeren Formen haben sich gewandelt, aber die Leute glauben immer, sie machen es an den äußeren Formen fester, als ob die wichtig wären. Aber der Kern, worum es geht, ist eigentlich das Wichtige. Und das kann sich durchaus auch wandeln. Ja, die Form gibt natürlich den Leuten Halt, weil die sagen, ich mache hier irgendwas richtig. Der Inhalt, der kommt dann von alleine, weil er oftmals auch vorgegeben wird. Und die Inhalte selber finde ich auch interessant. Da möchte ich auch kurz nochmal drauf eingehen. Von Religionen in ihren verschiedenen Konzepten. Die unterscheiden sich. Wir haben den Theismus, wir haben den Pantheismus, den Panentheismus. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen aufschlüsseln, wie im Heidentum die Vorstellung, die Beziehung von Gott und Kosmos ausgekleidet wurde. Ja, also im Allgemeinen kann man Heidentum ja eigentlich als Polytheismus bezeichnen. Mhm. Es geht nicht um einen Gott, sondern um mehrere. Man hat einen Pantheon, da sind benannte, sehr anthropomorphe mhm. Göttergestalten drin. Da kommen wir vielleicht auch gleich darauf zurück, was ich nämlich sehr wichtig finde, dass die so anthropomorph sind. Mhm. Und dann ist die Frage, wie sieht man das Göttliche insgesamt in Beziehung zum Kosmos? Ja, der Monotheismus sagt ja, es gibt genau einen Gott, abzählbar, auch übernatürlich, er ist mehr oder weniger auch außerhalb des Kosmos, in den allgemeinen, die man so hat. Ja. Und im Polytheismus ist es in der Regel so, man hat da sehr viele Götter und die sind in dem Sinne auch gar nicht so transzendent, sondern eher immanent. Sie sind Teil des Kosmos und haben in dem Kosmos quasi mythologisch gesehen eine gewisse Aufgabe oder eine gewisse Stellung. Und
Fruchtbarkeitsgott, Wettergott, Vulkangott, Kriegsgott, gibt's die deutschen Beispiele für. Und die Frage ist, wie haben das die alten Heiden gesehen? Das wissen wir ein bisschen aus dem griechischen und römischen Bereich. Cicero haben wir schon angesprochen. Wie es die Germanen und die Kelten philosophisch gesehen haben, wissen wir nicht. Sie haben nichts dazu niedergeschrieben. Da können wir höchstens wilde Vermutungen anstellen. Wie zum Beispiel, es wird vielleicht ähnlich gewesen sein wie bei Griechen und Römern. Und heutzutage kann man es natürlich ganz gut beobachten. Es gibt ja auch soziologische Studien dafür oder aus eigener Anschauung heraus. Und wie sich moderne Heiden das Göttliche vorstellen, da gibt es durchaus verschiedene Ansichten zu. Ja, für die einen sind Götter durchaus Entitäten, Geistwesen, die in dem Sinne, na, physisch ist vielleicht das falsche Wort, aber die real existieren, auf eine welche Art und magische, übernatürliche oder auch natürliche Weise, die man dann vielleicht mit dem modernen Begriff Esoterik wieder umschreiben könnte, existieren. Dann gibt es welche, die Götter eher für mythologische Gestalten sehen, die etwas beschreiben, was in der Welt vorgeht. Ja. Also Naturgewalten, personifizierte Naturgewalten oder auch personifizierte menschliche zivilisatorische Konzepte, immer so wie Wissenschaft, Gerechtigkeit, Gerichtswesen. Allegorien, ja, personifizierte Dinge, die im Mythos dann beschreiben, worum es, ich sag mal, im spirituellen Bereich geht. Das ist mir so meine Sicht der Dinge, sag ich mal. Ja. Und worauf wir auf den Punkt zurückkommen, den du ganz am Anfang gesagt hast, wie man denn an Odin glauben könnte oder so. Wenn man Odin als Metapher für Wissenserwerb nimmt, wie er im Baum hängt, wie er sein Auge gibt, nur um mehr zu erfahren, um quasi das Wesenskosmos zu ergründen, dann ist Odin eine Metapher für Wissenschaft. Und einen Odin zu verehren, ist quasi die Wissenschaft für etwas zu halten, was die Menschheit weiterbringt. Wenn man es mal so auf den Punkt bringt. Dafür braucht man keinen realen, einäugigen Gott zu haben, der auf einem achtbeinigen Pferd über den Himmel reitet. Da gibt es nur sehr wenige, die das wirklich glauben, in dem eigentlichen Sinne, die quasi die Geschichten für wörtlich nehmen. Da gibt es welche, die das auch für wörtlich nehmen, die gibt es überall. Aber gerade in den Mythen haben wir ja Lehren und einen Sinn, die uns etwas darüber erzählen wollen, wie die Welt funktioniert oder viel besser, wie wir in der Welt leben können. Oder so. Das hattest du mal schön formuliert, indem du einmal es so ausgedrückt hast, wenn wir wissen wollen, wie die Welt funktioniert, dann schauen wir quasi in naturwissenschaftliche Bücher. Aber wenn wir wissen wollen, oder wenn wir eine Welterklärung haben wollen, eine womöglich noch poetische, wie wir durch dieses Leben kommen, indem wir das Leben richtig leben können, dann beschäftigen wir uns mit dem Mythos. Richtig. Also eine Religion, auch wenn viele das versuchen, erklären einem nicht, wie die Welt funktioniert. Mhm. Ja, wir haben keine wissenschaftlich haltbaren Beschreibungen, wie dieser Kosmos abläuft. Das ist ein Wunschgedanke. Mhm. Ja, wenn man das wissen will, lies ein Physikbuch, lies ein Biologiebuch, lies Charles Darwin, ja, aber nicht irgendwelche Mythen. Und aber all die gesamten Naturwissenschaften erzählen uns eher wenig, wie man in dieser Welt leben kann, als menschliche Gesellschaft, als Individuum, als Gruppe. Was für eine Ethik sollen wir an den Tag legen? Ja. Ja, warum haben wir moralische Regeln, die wir alle beachten sollten? Was für ein Menschenbild steckt dahinter? Warum, ne, hinter unserer Gesellschaftsordnung, hinter unseren ethischen Vorstellungen. Und da unterscheiden, und das geben Religionen vor, ein Menschenbild. Und darin unterscheiden sich die diversen Religionen ganz massiv voneinander. Gar die Anzahl der Götter oder wie abstrakt das Konzept ist, das man hat vom Göttlichen, das ist gar nicht so entscheidend. Ich glaube, was für ein Menschenbild
eine Religion vorgibt, ist viel entscheidender darüber, ob diese Religion einen positiven Einfluss aufs Gemeinwesen hat oder nicht. Ja, und es gibt noch eine weitere Gottesvorstellung bzw. Sichtweise, was denn ein Gott nun überhaupt ist, die ich vorhin noch nicht erwähnt habe und ein bisschen abgeschwiffen bin. Das sind jungianische Archetypen. Es gibt auch Leute, die sagen, na, so ein Gott ist ein Archetyp, der in unserem Bewusstsein vorherrscht und was dann ja auch wieder eine ganz andere Geschichte ist als die anderen beiden oder drei Elemente, die ich vorher schon gesagt habe. Und was vielleicht interessant ist dabei zu erwähnen, ist, wenn sich jetzt einer fragt, wenn die Leute so unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was ein Gott denn überhaupt ist, wie man denn dann zusammen eine Religion haben kann, widerspricht sich vielleicht erstmal so vom, wie die Gesellschaft heutzutage eine Religion antizipiert. Mhm. Und das ist das Interessante am modernen Heidentum. Es geht nicht um die Gottesvorstellung, sondern es geht um die äußere Form. Es geht um den Inhalt des Mythos, man kennt die Geschichten, und es geht darum, dass man zusammen ein Ritual begeht. Und gar nicht darum, wie man glaubt oder was man glaubt, was ein Gott ist, sondern um den Punkt, dass man gewisse Gottheiten zusammen verehrt. Ja. Oder wie Steinbock schreibt, ihnen opfert. Mhm. Und das ist vielleicht im Allgemeinen, das ist vielleicht etwas schwer zu verstehen für die Allgemeinheit, dass einem dieser Glaube, von dem man glaubt, dass er mit Religion zu tun hätte, ja, dass das der entscheidende Punkt wäre. Aber das ist im Heidentum oder beziehungsweise im modernen Heidentum nicht der entscheidende Punkt. Es kommt nicht darauf an, was man im Detail glaubt, sondern es kommt darauf an, dass man eine gemeinsame Basis hat, sei es nun eine gemeinsame Ethik, eine gemeinsame Mythologie, in dem ja auch eine Ethik erklärt wird oder in dem ein gewisses Menschenbild erklärt wird, dass man das teilt. Und das teilt man auf eine rituelle Art und Weise. Mhm. Und wie man denn jetzt sich einen Gott vorstellt oder sagt, was er zu sein hat, das ist gar nicht so wichtig. Und deshalb können dann auch Leute mit unterschiedlichen, ich nenne es jetzt mal theologischen Vorstellungen, zusammen feiern oder zusammen spirituell sein, zusammen eine Religion begehen, ohne dass sie sich gleich in unzählige Konfessionen aufspalten müssen. Und das finde ich eigentlich, das ist ein äußerst interessanter Punkt. Und der kommt von einer unterschiedlichen theologischen Ausrichtung. Ja. Dass halt der Glaube nicht das Entscheidende ist, sondern das nicht, was man glaubt, sondern was man tut. Mhm. Das ist viel interessanter. Ganz wichtiger Punkt. Was übrigens Jesus auch mal gesagt hat. Ja. Dass man Menschen danach beurteilen soll, nach der Früchte ihrer Arbeit und nicht nach dem, was sie sagen oder was sie denken. Sagen kann man viel. Und auch in der Bibel, die Geschichten kennen wir auch, die Konzile, die stattfanden, wo nachträglich Konzepte entwickelt wurden, wie zum Beispiel die Hölle, oder Konzepte entfernt wurden, wie zum Beispiel vielleicht sogar pantheistische Ausrichtungen, wie im Thomas-Evangelium auch zu finden sind. Das ist natürlich eine Prozedur, die auch natürlich ein politisches Konzept verfolgte. Und da haben wir nun im Heidentum, soweit ich es erkennen kann, kaum etwas. Denn da sind keine Herrscher, die nun Vorschriften machten, wie man einen Ritus zu praktizieren hat, sondern es war doch eher die Gemeinschaft, die darüber abstimmte oder da übereinkam. Naja gut, man darf die damalige Gesellschaftsordnung nicht mit der heutigen verwechseln. Ne? Ja. Wenn wir heute davon reden, dass vielleicht das früher alles etwas demokratischer war als zu Kirchenzeiten oder im Römischen Reich, da muss man sehr vorsichtig sein. Ich sag mal, die griechische Demokratie, die war ja auch anders gestrickt als das, was wir heute unter Demokratie verstehen. Ne? Da nehmen wir die Sklaven raus, die Frauen raus.
Nur mal so als Beispiel. Ja, ja. Ja. Und ich sag mal, wie dann die Gemeinschaft mit den religiösen Vorgaben umgegangen ist. Wir sehen da sehr viel aus unserer heutigen Brille und auch aus einer romantisierten Sicht der Vergangenheit. Mhm. Uns gefällt der Mythos, uns gefällt die Religion und dann projizieren wir das gerne auf die Vergangenheit, dass da alles auch schon so toll war. Die Realität dürfte damals völlig anders ausgesehen haben. Und auch da wird es gewisse Hierarchien gegeben haben, die der damaligen Gesellschaftsordnung entsprechen. Ich sage mal, im Germanien des 5. oder 7. Jahrhunderts, also bevor quasi Karl der Große kam, dürften die Hierarchien etwas flacher gewesen sein als danach. Aber ich meine, seit der Mensch Ackerbau und Viehzucht betreibt, hat er Arbeitsteilung und damit sich Hierarchien geschafft. Das ist seit mehreren tausend Jahren so und das wird da damals auch nicht anders gewesen sein. Und genau genommen haben wir es heute ja immer noch, ob wir das nur Demokratie schimpfen oder nicht. Ja, wir haben natürlich diese romantisierenden Ströme, die kennen wir natürlich aus der Romantik tatsächlich als Gegenbewegung zur Aufklärung. Und die kennen wir natürlich auch in den Strömungen, die ich so mitgemacht habe, das New Age. Da war auch früher vieles besser und auch diese Kritik an der Moderne oder der Postmoderne, auch das ging ja Anfang des 20. Jahrhunderts mächtig los. Nietzsche war da sicherlich auch ein Wegbegleiter. Und das wurde natürlich auch aufgenommen in Konzepte, die anfingen sich zu entwickeln, aus denen später dann die Ethnologie wurde, aus denen später dann die Psychoanalyse wurde. Das war ungefähr zeitgleich, als man dann entdeckte, wie Freud eben so schön sagte, wir sind nicht nur Herr im eigenen Hause und es ist vielleicht auch ein revolutionärer Gedanke, wie Claude-Lévi Strauss damals sagte, dass das wilde Denken vielleicht auch nur ein anderes Denken ist und nicht überwunden wurde durch das Christentum als die Weiterentwicklung einer spirituellen Ausrichtung. Ja, also bei diesen sogenannten Weiterentwicklungen im historischen Rahmen, da bin ich immer äußerst misstrauisch bei. Ne? Also dass sich Religion irgendwie von einem primitiven Stand zu einem etwas besseren, zivilisierteren Stand entwickelt hätte, da halte ich nicht viel von. Und ich denke auch nicht, dass sich die menschliche Gesellschaftsordnung, seit wir nicht mehr Jäger und Sammler sind, großartig weiterentwickelt haben. Und durch die Arbeitsteilung, die unsere Gesellschaftsform seit mehreren tausend Jahren vorgibt, haben wir Leute, die oben sind, wir haben Leute, die die Arbeit machen, Leute, die unten sind. Da hat sich nichts geändert. Die Machtverhältnisse, die verschieben sich mal zahlenmäßig oder durch welchen Umstand man an die Macht gerät, hat sich auch ein bisschen verschoben. Aber das schwankt immer. Also ich meine, da haben schon die griechischen Philosophen drüber geschrieben, dass die Staats- und Herrschaftssysteme entweder sich im Kreis bewegen oder schwanken. Stimmt. Polybius, gutes Beispiel. Und ich finde, das sieht bei Religion gar nicht groß anders aus. Ja, wir kennen das ja von John Gebster, der dann gesagt hat, okay, wir haben verschiedene Epochen, die aufeinander aufbauen. Das magische Zeitalter, das mystische. Und vielleicht da nochmal den Bogen zu schlagen zu Magie und zum Mythos. Wie würdest du einen Mythos definieren? Ja, das ist ein guter Punkt. Die meisten Leute sehen im Religiösen gern das Übernatürliche. Ja. Und da muss ich sagen, ich persönlich, ja, bin ich, so viele gibt es ja im modernen Heidentum auch nicht, aber ich bin Naturalist. Ich glaube an gar nichts Übernatürliches. Nichts. Ja. Und deshalb Magie als irgendeine übernatürliche Handlungsweise oder dass man irgendwelche übernatürlichen Kräfte sich damit dienstbar machen könnte. Da mag es Leute geben, die das glauben, aber ich gehöre da nicht zu. Aber auch Magie ist ein Begriff. Was versteht man denn darunter? Ich denke mal, es gibt einige wissenschaftlich durchaus erklärbare Phänomene, die man als magisch bezeichnen könnte. Der Placebo-Effekt oder der Nocebo-Effekt ist ein wunderbares Beispiel dafür. Ja, es ist, wie sich Leute kleiden, das hat einen, in Anführungsstrichen, magischen Effekt. Es ist ja erwiesen, dass wenn dir jemand in einem weißen Kittel ein Medikament überreicht, dass es besser wirkt, als wenn es dir ein Unbekannter in einem Blaumann überreicht. Das hat nichts mit der Wirkungsweise des Medikamentes zu tun, sondern nur, wie wir den
den gesamten rituellen Prozess der Übergabe und auch in Äußerlichkeiten mit Farben, was für uns dazugehört, was wir mit Medizin verbinden. Und das hat, so wie das menschliche Bewusstsein gestrickt ist, ganz offensichtlich einen Einfluss. Und da finde ich persönlich die Arbeiten von Karl Popper so ganz interessant mit seiner drei Welten. Ja, wie soll, Theorie will ich so ungern in den Mund sagen, seine drei Welten, die er da beschreibt, als die physische Welt, als die Welt, die in unserem Bewusstsein ist, und dann die Welt Nummer drei. Und die ist, das Interessanteste an diesem Konzept ist, wie der Mensch als Gesellschaft oder die Menschheit als Gesamtheit eine Wahrheit abbildet oder auch einen funktionierenden Mechanismus, der eigentlich nur in dem Zusammenspiel unserer Bewusstseine funktioniert. So eine Art immanente Funktionalität aufgrund von gesellschaftlichen und menschlichen Konzepten. Und ich denke, so funktioniert Religion in einem ganz großen Maße und so funktioniert auch Magie in einem ganz großen Maße. Mhm. Mein Lieblingsbeispiel dafür sind immer negative Zahlen. Ja, also in der Natur gibt es in dem Sinne negatives Dinge nicht. Ja, ich habe keine negative Anzahl. Wenn aus ein alter Mathematikerwitz, wenn dann am Raum, wo drei Leute drin sind, vier rausgehen, muss einer wieder rein, damit er leer ist. Das ist völlig, das ist Blödsinn, mhm. Ja, wenn man es mal real betrachtet. Und deshalb, das, was in der Natur vorkommt, sind im Wesentlichen die natürlichen Zahlen und keine negativen oder gebrochenen oder sonst wie was. Das sind alles menschliche Abstraktionen, um besser kalkulieren zu können, wie denn das Universum so funktioniert. Mhm. Ja, und das heißt, ja, auch wenn wir von negativer elektrischer Ladung reden, das ist eine menschliche Konvention, damit man besser damit rechnen kann. Wir könnten die elektrische Ladung auch Geld nennen, so wie wir es mit Quarks machen und Rot, Grün und Blau rechnen, in Anführungsstrichen. Das Rechnen ist dann etwas komplizierter, aber positive und negative elektrische Ladung, da kann man sehr einfach mit rechnen, da kann man sehr einfache Formeln mit aufbauen. Aber es hat nichts damit zu tun, dass Elektronen negativ geladen werden. Das könnten wir auch andersrum definieren. Die könnten wir als positiv deklarieren oder wir könnten es in Vektoren aufschreiben, wie die Ladung funktioniert. Nur damit lässt sich nicht so einfach rechnen. Und aber, dass diese negativen Zahlen, als Beispiel, um darauf zurückzukommen, als rein menschliches, gedankliches Konstrukt, um im Kosmos besser rechnen zu können, hat realen Einfluss auf unser Leben. Weil wenn man zu viel davon auf seinem Kontoauszug hat, hat man ein Problem in der Gesellschaft. Ja? Und das heißt, wir konstruieren uns Gedankenwelten, die einen realen Einfluss auf uns haben. Das kann man durchaus magisch nennen, das kann man mythisch nennen oder auch mystisch nennen, aber das ist nun mal definitiv da. Es ist keine physikalische Wechselwirkung, aber es ist eine Realität, die wir uns im Geiste durchaus schaffen. Und ein Mythos beschreibt solche Realitäten, die wir in unserem Geiste schaffen und die auch einen realen Einfluss auf unser Leben in der Gesellschaft haben oder in der Familie oder auch nur ganz alleine im Zusammenspiel mit der Natur, die um uns herum ist. Ja. Und die Mythologie fasst das Ganze in Bilder und in Bilder, mit denen der Mensch etwas anfangen kann. Deshalb, ich sag mal, Heidentum, gerade modernes Heidentum, ist etwas wie Pantheismus oder auch Kosmotheismus, wie man es heutzutage gerne nennt. Das heißt, welcher Gott für was zuständig ist. Das, wo man eine Glaubensfrage draus machen könnte, ist gar nicht so wichtig, sondern es ist, was beschreibt der Mythos denn jetzt als speziell, worum es mir jetzt im Leben geht, wie ich im Leben weiterkommen kann? Oder was einfach ganz natürliche Begebenheiten sind, wie Fruchtbarkeit, der Jahreszeitwechsel und so weiter und so weiter. Ganz einfache Dinge, die in einer Bilderwelt beschrieben werden, mit denen der Mensch etwas anfangen kann. Also ich persönlich unterscheide immer gerne zwischen einer Gottesvorstellung und einem Gottesbild. Das heißt, die Vorstellung ist das, worüber wir vorhin geredet haben. Ist es jetzt ein mythologisches Abbild? Ist es ein reales Wesen? Ist es ein jungianischer Archetyp? Das ist die Vorstellung, die man als Mensch hat von dem, wovon wir jetzt reden. Aber das Bild, was wir uns machen von einem Gott, das ist das, was im Mythos niedergelegt ist. Mhm. Und das sind Bilder,
die sehr anthropomorph sind, damit wir als Menschen damit etwas anfangen können. Die Götter haben ein Geschlecht, sie haben Familien, sie streiten sich untereinander, sie führen Krieg untereinander, sie machen die dollsten Dinge, sie machen aber das in Geschichten, die wir als Mensch nachvollziehen können, und deshalb können wir die als Lehren und als Lebensphilosophie anwenden. Das ist eine Projektionsfläche, ein Gegenüber, das wir haben. Ja, und damit kann man in der Tat, auch wenn es vielleicht nur Fantasie und in unserem Bewusstsein Poppers Welt Nummer 2 sich abspielt, durchaus Positives für sein Leben und davon abgewinnen. Und das machen wir Menschen eigentlich immer. Selbst die Leute, die sagen, sie hätten mit Religion gar nichts zu tun, haben da ähnliche Dinge, die ähnlich funktionieren. Da sind vielleicht keine Götter dran beteiligt, sondern irgendwelche Ideologien, irgendwelche Philosophien. Aber im Prinzip machen wir das alle so, weil so ist der Mensch nun mal gestrickt. Und deshalb funktionieren Mythen aus dem eigenen Kulturkreis auch besser als Mythen aus einem anderen Kulturkreis, weil wir damit besser zurechtkommen, weil es in unserem Kulturgut halt so verwachsen ist und wir von klein auf damit groß geworden sind, wenn auch nur unterbewusst. Selbst wenn man sich nicht wirklich bewusst damit beschäftigt hat, bekommen wir es doch über die Literatur, über die Filme, über Bilder, die wir sehen, bekommen wir das alles mit. Es ist nicht abstrakt. Es ist unsere Lebenswirklichkeit. Es ist nicht abstrakt. Ja. Und ein abstraktes Gottesbild, das ist schön und gut, aber damit kommt man nicht so gut zurecht. Mhm. Und deshalb finde ich Bilder im Mythos, die man in einem Ritual sich vergegenwärtigen kann oder von mir aus auch in einer Schwitzhütte oder auf einer Trance-Reise und so weiter, damit kann man für sein Leben durchaus ein etwas Positives haben. Und in der Gemeinschaft funktioniert es dann, wenn man die Bilder teilt. Und dann kriegt man auch nicht so einen Streit darüber. Weil ich sage mal, wenn zwei Menschen über Thor reden, dann haben sie ein gemeinsames Bild vor Augen und sie wissen, wovon man redet. Ob man dann sagt, Thor ist das personifizierte Wetter oder Thor ist ein Archetyp, den wir im Kopf haben aufgrund gewisser Dinge. Oder Thor ist eine reale Entität, die irgendwie transzendent durch die Weltgeschichte fleucht. Das ist dann nicht mehr relevant, sondern wir haben das gleiche Bild vor Augen, wir wissen, wovon wir reden und wir können es zusammen praktizieren. Und wenn man das auf der Ebene durchzieht, gibt es auch keinen Streit. Man hat dann keinen konfessionellen Streit. Man streitet nicht darüber, ob Thor einen blonden oder einen roten Bart hat. Das ist einfach nicht wichtig. Wir wissen über das Bild, wovon wir reden, und damit kann man zusammen zelebrieren. Ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ein ganz wichtiger Punkt, der deutlich macht, dass sich die religiöse Praxis auf einer ganz anderen und auch viel toleranteren Ebene abspielt. Richtig. Ich meine, man kann es auch abstrakt abfassen. Also, ja. Mag ich ja auch sehr gerne. Wenn man es wie in der Stoa nimmt, dass unser Kosmos so etwas wie eine zugrunde liegende Vernunft hat, die das Ganze steuert oder das Chaos im Mittelfeld, der Logos, ja, der schöne Logos. Ja. Das ist ein wunderbar abstraktes Bild. Mhm. Und im heutigen Sinne, nach der Aufklärung und im naturwissenschaftlichen Betrieb, kann man den Logos ja durchaus als die Naturgesetze, die wir versuchen zu erkunden, ansehen. Ist grob gesehen dasselbe, zumindest in meiner Gedankenwelt ist das dasselbe. Aber über den Logos lässt sich schlecht ein Ritual feiern oder in der Gemeinschaft zusammen irgendein spirituelles Erlebnis haben. Das ist nicht unmöglich, aber das ist unglaublich schwer. Aber wenn wir von Gestalten reden, die im Mythos miteinander agieren, und was an den Logos dann recht nahe kommt, sind halt die Geschichten um Odin, wie er mit dem am Baum hängt, wie er versucht, die Runen zu schnitzen und wie er mit diversen Riesen umgeht. Das sind alles Geschichten, die einen dahin bringen auf eine bildliche und recht einfache Art und Weise. Man muss ein bisschen drüber nachdenken, okay, und man muss es interpretieren, da sind Deutungsmuster drin und diese Deutungsmuster unterliegen natürlich dem aktuellen Zeitgeist. Das heißt, wir deuten die Geschichten heute anders, als wie sie vor 1000 Jahren gedeutet worden sind. Ja, aber das ist nichts Schlimmes. Das ist das Schöne an einem Mythos, weil er auf diese Art und Weise zeitlos ist.
Und ein Mythos steckt so, ein Mythos ist kein Märchen. Es ist auch nicht einfach nur eine Geschichte. Es ist eine Mythologie ist auch kein Roman. Das heißt, man wird auch Widersprüche drin haben. Man wird nicht immer einen exakt definierbaren zeitlichen Ablauf haben in den Mythen. Das widerspricht sich manchmal. Aber darum geht es nicht. Ein einzelner Mythos soll einem etwas über das Leben in dieser Welt erzählen. Und das deuten wir natürlich in unserem eigenen Umfeld, im historischen Umfeld, politischen Umfeld, wie auch immer. Aber damit können wir etwas anfangen. Und das ist das, was einen Mythos so unglaublich wertvoll macht. Und ich weiß, gerade im christlichen Bereich oder im monotheistischen Bereich, wenn man sagt, eure heiligen Schriften sind eine Mythologie, da fühlen sich viele Leute beleidigt. Aber also ich finde, es ist ein grandioses Kompliment, zu sagen, diese Geschichte ist ein Mythos und nicht einfach nur ein Narrativ, sondern es ist etwas, wo wirklich mehr drinsteckt. Der Inhalt ist natürlich wichtig, aber der Inhalt transportiert eine Lehre. Ja, wie wir schon mehrfach gesagt haben, Ethik, ja. Moral, Weltbild, Menschenbild. Das findet man in einem Mythos wieder. Und ja, wir interpretieren in einen Mythos sehr viel hinein, als dass wir da herauslesen. Und diejenigen Leute, die den Mythos mal verfasst haben, hatten eine ganz andere Gedankenwelt als wir heute und haben sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch etwas völlig anderes dabei gedacht. Aber das ist, ich wiederhole mich, ist nicht wichtig. Der Mythos hat eine gewisse Zeitlosigkeit und je nachdem, wie die gesellschaftlichen Umstände gerade sind, deuten wir sie anders, aber wir können unglaublich viel immer noch aus jedem Mythos rausholen. Und wir erfinden auch neue Mythen. Herr der Ringe ist ein neuer Mythos, der auf alten auch aufbaut, ja, aber literaturwissenschaftlich so viel Einfluss auf alles, was danach kam, hatte. Und was wir aus unserem Kultur, was in unserem Kulturgut fest verankert ist. Star Wars ist ein Mythos. Bedient sich ja der alten Heldengeschichte. Natürlich. Ne? Und bedient sich dessen auch ganz bewusst. Ich meine, Joseph Campbell war ja mit Berater bei Star Wars 4. Der erste Nummer 4. Ja. Und deshalb ist diese Geschichte so erfolgreich und deshalb erzählt sie uns etwas über wie denn der Held durch die Welt kommt, was wir als Vorbild für uns selbst nehmen können, damit wir mit den ganzen Widrigkeiten, die unsere Welt uns so bietet, besser mit zurechtkommen können. Die Heldenreise wird immer neu erzählt und immer wieder in den Kontext der aktuellen Situation gebracht, derer, die sie vermitteln und erzählen. Und ich würde unterscheiden zwischen Mythos und Mythologie. Du hast es gerade auch getan. Denn ein Mythos wird immer erzählt. Ein Mythos wird insofern auch immer nicht definiert in einem Rahmen, der sich immer gleich wiederholt, sondern es gibt Varianten. Dadurch bleibt der Mythos auch lebendig. Und ich glaube, das unterscheidet ihn auch von einer Schriftkultur, die eine Exegese kennt, die sagt, wie ist dieser Satz gemeint, was im Mythos überhaupt nicht relevant ist, was auch im Heidentum, im praktizierten Ritus nicht relevant ist. Wo du gerade gesagt hast, das stimmt, ist ja. Egal. Aber wir bekommen es aber aus unseren Köpfen nicht raus. Ja, ja. Wir betreiben an den Mythen, die niemals dafür gedacht worden sind, immer noch Exegese. Ja. Das tun wir, weil das in unserem Kulturgut halt so fest verankert ist, durch das Christentum, dass wir davon gar nicht mehr wegkommen. Finde ich persönlich jetzt aber auch nicht so schlimm, weil das müssen wir akzeptieren. Und niedergeschriebene Mythen überleben auch länger, oder verfilmte Mythen überleben auch länger als das, was einfach nur mündlich tradiert ist. Aber da kommt natürlich dann das Beharrungsvermögen wieder rein, wie wir es bei den sekundären Religionsformen schon angesprochen haben, dass man dann von dem, was man einmal so festgesetzt hat, ungern wieder von wegkommen. Das hat Vor- und Nachteile, wie alles im Leben. Ne? Nun ja, und die Mythologie ist halt das Gesamtbild aller Mythen, die zu einem gewissen Kulturkreis oder zu einer gewissen Religion halt gehören, die quasi das Gesamtbild abbilden. Und das Wichtige ist, dass die Mythologie als Ganzes keine in sich geschlossene Romanerzählung ist, sondern eher ein Abbild der kulturellen Vorstellungen wiedergibt. Das, was die Mythologie als Gesamtbild gibt, ist eher ein Abbild
der Kultur und die einzelnen Geschichten sind einzelne Lehren inner, also Lehren mit H, ne? Also einzelne Dinge, von denen man etwas lernen kann, sei es nun Ethik, Gesellschaftssystem, was immer, was in dieses kulturelle Gesamtbild hineinpasst. Und der Mythos bleibt lebendig. Ich erinnere mich an diesen nun auch in den letzten Jahren sehr, sehr oft verwendeten Begriff des Narrativs. Ein Narrativ hat ein offenes Ende. Ein Narrativ ist permanent in Bewegung, keine abgeschlossene Geschichte. Und ich erinnere mich gerade daran, du hattest auch in deinem Buch mit dieser Exegese ein wunderschönes Beispiel, in dem du einen Vers aus der Edda zitiert hast im Original und dann ein paar Interpretationsvarianten vorgestellt hast, wie man dieses Bild nun aus verschiedenen Perspektiven, auch Übersetzungen, interpretieren kann. Und da möchte ich ganz gerne nochmal zurück auf die Edda. Wir haben nicht viel, was wir aus den alten Religionen, aus den alten Kulten und Mythen überliefert bekamen, wie du richtig sagst, wenn es nicht mehr weiter erzählt wird, wenn es vielleicht sogar irgendwann verboten wird, die alten Rituale, Kulte fortzuführen über Generationen, dann haben wir das, was nun Snorri aus der christlichen Sicht uns hinterlassen hat. Wir haben mehr Überlieferungen aus der griechischen Tradition und daher bedienen sich natürlich Heiden, die der germanischen oder vielleicht auch der keltischen Ausrichtung, die sie praktizieren, oftmals auch an den alten Griechen. Ich habe von einem griechischen Neuheiden mal einen sehr schönen Artikel gelesen, wo es darum ging, ob denn, wenn man griechisches Neuheidentum betreibt, ob das nur die Griechen machen dürfen oder ob das dann nicht vielleicht doch was für ganz Europa ist. Und er hat da etwas sehr Interessantes geschrieben. Er sagte, die griechische Antike hat ja einen enormen Einfluss auf das europäische Wesen von heute gehabt. Ja. Die, ich meine, das ganze Wort Politik kommt auch von der griechischen Polis, vom Städtewesen, wie die Leute sich da zu den ersten Dingen, zu den ersten organisierten Gemeinschaften zusammengeschlossen haben, die eine Struktur hatten, wie sie auch der heutigen Politik noch quasi entspricht. Und diese Umwälzung, die in Griechenland damals stattgefunden hat, die ist für so gut wie alle Europäer und in großen Teil auch für die gesamte Welt heutzutage ja quasi kulturbestimmt. Mhm. Ja, oder zumindest auch, oder auch was die politischen Systeme angeht. Und deshalb hat eigentlich jeder Europäer einen direkten Bezug zur griechischen Mythologie, die damals halt ja auch zum Kulturgut dazugehörte. Und wie gesagt, ich bin ja der Meinung, das ist reine Hypothese, man kann es nicht beweisen, dass die germanischen, die keltischen Religionen, die nur mündlich tradiert worden sind, so weit von dem Griechischen und Römischen gar nicht weg sind. Auch das, was man aus dem slawischen Bereich noch kennt an Überlieferungen, an Geschichten, ja, was in Osteuropa teilweise ja noch lebendiger ist als das, was hierzulande gemacht wird, dass das alles nicht so weit auseinander ist, allein aufgrund des gemeinsamen indoeuropäischen Erbes, was wir haben. Ja. Und deshalb kann man durchaus griechische Konzeptionen und römische Konzeptionen guten Gewissens aufs heutige keltische oder auch germanische Neuheidentum anwenden. Auch wenn es vielleicht vor 1000, 2000 Jahren nicht ganz so kongruent war, wie man vielleicht heute glaubt, aber das ist halt die historische Entwicklung. Und ich finde es schade und ich finde es auch gefährlich, wenn man eine solche historische Entwicklung negiert und alles versucht, auf irgendetwas in einem gewissen, zu einem gewissen Stiftungszeitpunkt, so wie es halt sekundäre Religionen machen, auch versucht zurückzuführen. Es gibt da viele Beispiele, wo es übertrieben wird. Ostereier anmalen ist ein wunderbares Beispiel. Also es gibt so viele Leute, die heute meinen, dass das Ostereier anmalen oder das Osterfest mit dem Eier suchen und ähnliches wäre Fruchtbarkeitsritus, den die Christen geklaut hätten aus dem Heidentum. Das stimmt ja alle nicht.
Ostereier anmalen ist erst zu christlicher Zeit zum ersten Mal passiert. Und soweit ich weiß, wurden sie alle rot angemalt, um das Blut Christi zu symbolisieren. Und in heidnischer Zeit hat niemand Ostereier bemalt oder gesucht. Dass es so etwas wie Fruchtbarkeitsriten gab in der Vergangenheit, das ist, glaube ich, völlig außer Frage. Ja, sind die Eier Ursymbole. Die Symbolik ist da. Ne? Die hat sich weiterentwickelt, aber wann was aufgekommen ist ja, und inwieweit es schon christlich assimiliert war, bevor solche Dinge zum allerersten Mal gemacht waren, das kann man ja heutzutage nur noch sehr schwer auseinanderhalten. Und man sollte da äußerst, äußerst vorsichtig sein. Ja, da gab es natürlich in der Romantik viel Aufarbeitung, Schiller, der den Verlust des Altmythos beklagt, genau wie Nietzsche ja auch. Er sagt, da kommen wir nicht mehr hin. Und dann gab es natürlich viele Ströme, die gesagt haben, wir arbeiten das jetzt mal irgendwie auf. Und dann gab es natürlich dann auch die Ostara, die dann entwickelt wurde aus einer Ioste heraus. Und das ist das ein alles so. wunderbares Beispiel. Wo man sich auf eine sekundäre Art und Weise über etwas streitet, was eigentlich im Heidentum völlig unwichtig ist. Also unbestreitbar stammt der Name Osterer von Jakob Grimm. Er hat ihn auf, heute würde man wahrscheinlich sagen, obskure etymologische Art und Weise von Eostre, worüber Beda geschrieben hat, im Angelsächsischen es abgeleitet hat. Ja, und da gibt es auch im Neuheidentum Streit darüber, hat es Osterer jemals gegeben? Dürfen wir das feiern? Können wir das feiern? Bringt das? Also spätestens seit Jakob Grimm haben wir Osterer als Frühlingsgöttin oder als Fruchtbarkeitsgöttin. Und das funktioniert ganz wunderbar. Ja. Und ich finde es nicht richtig, die Geschichte des 19. Jahrhunderts dabei zu ignorieren. Solange man sagt, so wie ich es tue, dass Götter mythologische Projektionsflächen für etwas durchaus Reales in der Welt wie den Frühling, der ist ja nun mal real. Fruchtbarkeit ist real. Und Osterer ist ein mythologisches Abbild darum. Ist doch völlig egal, ob sich Jakob Grimm den Namen ausgedacht hat, ob Eostre bei den im 8. Jahrhundert hier im Sauerland Eostre, Osterer oder sonst wie hieß. Das ist völlig nebensächlich. Ja, da gehen unsere Schubladen wieder auf. Ne? Die genau. Wissenschaft, Etikett drauf, schön in den Schrank stellen. Ah, ich habe das in irgendeiner Schublade. So, und mit dem Begriff Osterer haben wir einen Namen für eine Göttin, die wenn man ganz brutal gesagt hat, die Jakob Grimm erfunden hat. Mhm. Ja, aber es ist ein funktionierendes mythologisches Abbild von etwas, was den Menschen seit seiner Entstehung begleitet. Und deshalb ist es durchaus berechtigt, es so zu benutzen, es zu sagen, nein, das stammt erst aus der Zeit des ausgehenden 18. bis 19. Jahrhunderts und deshalb ist das nicht authentisch genug. Das negiert die Tatsache, dass es diesen zu einem festen historischen Zeitpunkt gegebenen Authentizismus niemals gegeben hat, sondern dass es sich wirklich vom Anbeginn der menschlichen Zivilisation bis heute konstant weiterentwickelt hat, mit unterschiedlichen Sichtweisen, mit unterschiedlichen Bildern, mit unterschiedlichen Namen, aber im Kern geht es immer noch um dasselbe, nämlich was ist denn der Platz des Menschen in diesem Universum? Ja, es geht auch um das Gefühl, einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Zeit, wir sprechen ja von heiliger Zeit und heiligem Ort, immer wieder neu zu entdecken. Ich denke gerade daran, dass wir ja vorhin festgemacht hatten, Tempel wurden zerstört und auf denen wurden Kirchen errichtet. Also bestimmte energiegeladene Orte, spirituell bedeutende Orte. Und auf der anderen Seite haben wir auch Konzepte, die dann später umgedeutet wurden, wie zum Beispiel der Jahreskreis, der natürlich unsere Feste anhand der Tag- und Nachtgleichen, Wintersonnenwende festgemacht haben im Heidentum, der auch Ostern, Osterer hatten wir gerade erwähnt, Fruchtbarkeit, wir haben Shaman, also Favn, wie es auch heißt, Samhain, haben wir auch als christliches Fest übertragen, da setzen wir uns mit dem Jenseits, mit dem Tod auseinander. Darüber möchte ich mit dir auch gleich nochmal sprechen.
Und das ist eine menschliche, also natürliche Projektion einer zeitlichen Jahresabfolge auf unsere Feier. Und das hat nichts damit zu tun, dass irgendwelche Götter ausgetauscht oder definiert werden müssen, sondern das steckt in uns. Richtig. Ja. Das ist, ich meine, wir sind alle Menschen und uns bewegt alle dasselbe. Ja. Ja, das ist egal, aus welchem Kulturkreis wir kommen. Mhm. So gewisse Dinge, wie mit dem Tod zurechtzukommen, mit dem Jahreslauf zurechtzukommen, man braucht was zu essen, Erntezeit, Erntedank, Aussaat. Das sind alles Dinge, die uns schon seit Urzeiten beschäftigen und die in dem ganzen, im ganzen Mythos und nachher auch in irgendwelchen Festen dann quasi sich manifestieren. Ja. Ja, und die Sonnenwenden ist ein schöner Punkt. Das sind ja unter an Garantie grenzender Wahrscheinlichkeit die ersten astronomischen Messdaten und Erkenntnisse, die die Menschheit jemals hatte, weil sie am einfachsten zu beobachten sind, ja, die sich dann im Religiösen niedergeschlagen haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das zeigt eine Ordnung im Kosmos. Es zeigt den Logos. Es zeigt, dass gewisse Dinge nach gewissen Regeln abgehen, das, was wir heute naturwissenschaftliche Erkenntnisse nennen. Und diese Regeln zu erkennen, oder versuchen zu erkennen, war schon immer ein Bedürfnis des Menschen. Und die haben sich dann in den jahreskreislichen Festen oder in Kalendern halt niedergeschlagen. Und aller Wahrscheinlichkeit nach hatten unsere Vorfahren jetzt keinen Sonnenkalender, sondern eher einen Mondkalender oder einen kombinierten Sonnen-Mond-Kalender, ne, wonach sich heutzutage einige Feste ja immer noch deshalb immer verschieben, so wie das Osternfest. Ne? Aber die seit mehreren Jahrhunderten betreiben wir fest einen Sonnenkalender, was sehr viele sinnvolle Gründe hat, es so zu tun. Es ist einfach einfacher, damit umzugehen und mit die Landwirtschaft funktioniert damit auch besser als mit einem Mondkalender. Und deshalb finde ich es auch nicht schlimm, wo auch heute sehr viele Diskussionen umgehen, wann feiert man denn die Feste und können wir überhaupt nach dem Sonnenkalender gehen, wenn das unsere Vorfahren gar nicht gemacht haben. Ja, klar können wir das. Wir haben heute einen Sonnenkalender, der ist gesetzt, weil er einfach praktisch ist. Und dann feiern wir die Feste halt so, wie es der Sonnenkalender vorgibt. Das ist ja nicht eher nur für mich irgendwo. Das ist der Sache geschuldet, dass so unsere Kultur halt heutzutage funktioniert nach einem Sonnenkalender. Auch Kulte, Religionen, Mythen haben eben auch praktische Funktionen. Und das ist nicht von der Hand zu weisen, dass sie eben uns durch unser Leben bringen und dann auch abgelöst werden, wenn ein anderer Kult sich als praktischer und lebensnah erweist. Korrekt. Jetzt möchte ich mit dir aber nochmal eine kleine Jenseitsreise unternehmen. Stichwort Opfer. Opfer ist für mich so ein zentraler Begriff, den wir eigentlich mal wieder nur aus der christlichen Ecke kennen, Konnotation. Schicksal ist auch so ein Thema. Und natürlich, was kommt nach dem Tod? Vielleicht bilden wir da so einen kleinen Bogen. Okay. Wie verstehst du diese Begriffe? Fangen wir mit dem Opfer an. Ja. Das Opfer, was der Mensch macht an eine gewisse Gottheit, da gibt es verschiedene Motivationslagen für. Das eine ist wirklich ein realer Handel. Zu sagen, ich gebe, ne, do und des, wie es die Römer gesagt haben, ich gebe dir was, dafür will ich was haben. Ein Deal. Einen echten Deal anmachen. Dazu gehört natürlich eine gewisse Gottesvorstellung, dass es durchaus reale Entitäten sind, mit denen man einen solchen Handel überhaupt abschließen kann. Hat man da eher so eine Vorstellung wie ich, ist es natürlich völlig sinn- und zweckfrei, das mit der Motivationslage zu tun. Es gibt aber noch zwei andere Motivationslagen, mit denen ich persönlich sehr gut zurechtkomme. Das eine ist eine gegenüber dem Kosmos, wo wir dann wieder bei einem Kosmotheismus werden, wenn man es in einem religiösen Ritual macht, ein gewisses Maß an Dankbarkeit zu zeigen. Mhm. Weil wir leben in dieser Welt und wir leben auch von dieser Welt und ohne ein paar gewisse Dinge, die würden wir nicht existieren können. Und wir würden auch nicht so ein schönes Leben haben. Ne? Also wir haben
Es gibt eine gewisse Ordnung in dieser Welt, das ist der Logos, der wird symbolisiert durch die Götter. Und hätten wir diese Ordnung nicht, würde es uns nicht geben. Und wenn man dafür in einem spirituellen oder religiösen Weg ein gewisses Maß an Dankbarkeit zeigt, so wie bei einem Erntedankfest zum Beispiel, dass man sich dafür bedankt, dass man etwas zu essen auf dem Tisch hat, auch im Winter, ja, ist das durchaus eine Motivationslage für ein Opfer zu sagen, ich gebe ein ganz kleines bisschen von dem, was ich bekommen habe, wieder zurück an die Natur, an die Götter, wie immer man das bezeichnen möchte, an das Göttliche, ja, an die Ordnung im Universum. Und das muss gar nicht etwas Wertvolles sein. Viele Leute haben ja immer so, es muss was richtig Wertvolles sein, das Erstgeborene, den teuersten Whisky, den ich im Schrank stehen habe. Nein, muss es nicht. Es ist ein, und da kommen wir zur dritten Motivationslage, es ist eine symbolische Handlung. Ja, ich zeige durch das Opfer, wie ich in dieses Universum eingebunden bin, wie ich zu den Göttern stehe und ich gebe etwas in einem Symbolismus zurück, um zu zeigen, dass ich es akzeptiere, wie die Welt so läuft, wie ich mich selbst als Mensch eingebunden fühle in die Natur. Es ist sehr viel mit dem Dankbarkeitsaspekt zu tun. Man muss gar keine Dankbarkeit sein, sondern einfach, das gehört jetzt wie das Händeschütteln dazu, dass, ne, Händeschütteln, dass man sich nicht mit dem Schwert gegenseitig an die Kehle geht und im Ritual, ich kipp einen Schluck Wein aus, um zu sagen, ich gehöre in diese Natur, ich gehöre in diesen göttlichen Logos, in diese Ordnung hinein und bin froh, dass es nicht in einem Chaos ist, sondern dass wir nach vorhersehbaren Gesetzen kalkulieren können, dass morgen die Sonne wieder aufgeht. Ja, auch vielleicht auch die Vergegenwärtigung, dass es nichts im Leben umsonst gibt. Richtig. Das ist so. Ich meine, in einem absoluten Luxus kriegt man vielleicht, sieht so aus, als würde man irgendetwas geschenkt bekommen, aber man, für alles, was passiert, zumindest der Durchschnittsbürger, muss dafür etwas tun. Und das kommt alles nicht von alleine. Ja. Aber ich glaube, beim Opfer, das ist einmal dieses Bewusstsein, wo man steht in der Welt. Ne? Das ist nicht zum Nonsens, das ist so diese dritte Motivationslage. Ja. Aber die mit der Dankbarkeit, die finde ich eigentlich noch viel interessanter und intensiver. Also ein schönes Beispiel für mich ist, wir hatten schon drüber gesprochen, über den Sonntag, über die Sonnengöttin oder den Sonnengott. Wir alle wissen grob, wie ein Stern funktioniert. Ja, die Sonne ist ein Gasball, der so ein bisschen vor sich hin fusioniert, wo aus Wasserstoff Helium wird und jede Menge Energie produziert, Licht, Wärme und so weiter. Das hat mit irgendwas Übernatürlichem nichts, aber auch gar nichts zu tun. So, wie kommt man von diesem leuchtenden Gasball hin zu einem spirituellen Verhältnis, zu einem Sonnengott? Ohne die Sonne würden wir nicht existieren. Und wir könnten auch nicht überleben ohne die Sonne. Ich meine, die Sonne pumpt den gesamten Erdmotor an. Es ist alles Sonnenenergie, was wir hier zum Leben verbrauchen. Licht und Leben. Licht und Leben. Und dafür, dass dieser leuchtende Gasball uns das Leben ermöglicht, dafür kann man ein gewisses Maß an Dankbarkeit oder auch Respekt für zollen. Ne? Und Demut vielleicht? Auch ein gewisses Maß an Demut, weil ist die Sonne weg, dann war es das mit uns. Da können wir so weit fortgeschritten sein, wie wir wollen. Ohne diese Ordnung im Kosmos, durch die ja auch so etwas wie Sterne entstehen, durch diese Ordnung im Kosmos, würde es uns schlichtweg nicht geben. Und wäre die Ordnung weg, wären wir weg. Und da Demut, Dankbarkeit oder einfach nur ein gewisses Maß an Respekt zu zollen, das kann man in einem Opfer durchaus symbolisieren. Und das kann man auch in einem religiösen Gehabe, will ich mal sagen, symbolisieren oder manifestieren. Auch wenn man genau weiß, dass es sich um diese Sonnengöttin, um einen Gasball handelt. Das sind zwei verschiedene Sichtweisen auf eine und dieselbe Sache. Das eine erklärt es, wie es funktioniert, und das andere weist uns unseren Platz in diesem Universum. Auch wie wir es empfinden. Die Sonne geht ja auch nicht auf oder unter. Nein, genau genommen dreht sich die Erde so ein bisschen vor sich hin. Aber ja, das sind Begriffe, die in unserem Bewusstsein einfach so fest drinstecken, weil wir es so wahrnehmen. Das ist so, wie wir die Welt sehen. Und das ist in manchen Fällen, gerade wenn es um die Gesellschaft oder ums politische Zusammenarbeiten geht, weitaus wichtiger als
wie wir das Ganze berechnen können. Ich will nicht sagen, dass es selbstverständlich ist, dass die Erkenntnis, das alles in Naturgesetze zu fassen und zu wissen, wie es funktioniert, ist ein unglaublich fantastischer Vorgang, wie wir etwas über diese Ordnung im Universum lernen und wie wir Vorhersagen darüber machen können, wie diese Ordnung funktioniert, das ist fantastisch. Aber es ist eine andere Sicht auf das, wie man hiermit umzugehen hat, wie gesagt, auf einem geistigen Niveau, auf einem philosophischen Niveau, auf einem spirituellen Niveau, wenn man das so nennen will. Und das kann man gut unter einen Hut bringen. Das ist gar nicht so weit voneinander weg, weil, wie gesagt, wenn man die Ordnung, die Naturgesetze im Kosmos als den Logos nimmt, dann reden wir hier von dem Göttlichen. Ja. Und das Ganze, wie man es im Ritual begeht oder in welcher Mythologie es verbildlicht worden ist, ist dabei eher zweitrangig, was das angeht. Für den Menschen als solches, damit er damit zurechtkommt, ist es nicht zweitrangig. Ne? Weil haben wir diese Bilder nicht, dann haben wir ein unglaubliches Problem, wodurch dann ja auch die ganzen theologischen Streitereien hervorkommen, die man eigentlich gar nicht bräuchte. Aber du siehst es allein schon an dem Begriff Kosmos, wie ich immer so schön sage, es bedeutet nicht nur Ordnung, sondern auch Schmuck. Daher kommt unsere Kosmetik. Es schwingt also auch immer etwas Poetisches in dem wissenschaftlichen Begriff mit. Ja, weil die Ordnung schön ist. Ja. Symmetrien sind für den Menschen schön, das empfinden wir als schön. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir ohne diese Ordnung einfach nicht existieren. Und das haben wir unterbewusst schon immer gewusst, denke ich mal. Früher nannte man das Erhabenheit. Wenn man ein Firmament noch ohne Lichtersmog betrachten konnte, dann kam man schon in diese Art von Demut oder von Dankbarkeit hinein. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Wie sieht es mit dem Schicksal aus? Oh ja, das ist auch etwas, was arg diskutiert wird. Ne? Haben wir ein festgelegtes Schicksal? Reagiert der Mensch da fatalistisch drauf? Da finde ich, da gibt gerade die nordische Mythologie eine sehr schöne Antwort drauf. Weil das ist vielleicht auch ein Punkt, den wir noch nicht erwähnt haben. Die nordischen Götter sind nicht allmächtig. Sie sind noch nicht mal unsterblich, wenn man sich das überlegt. Das heißt, das Schicksal, wir reden ja auch von dem Schicksalsnetz, was ich ein sehr schönes Bild finde. Wir haben alles im Kosmos ist miteinander verwoben, was ja auch vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus völlig korrekt ist. Die Wechselwirkung zwischen jedem einzelnen Elementarteilchen, bis hin zu viel zitierten Quantenverschränkungen, die wir jetzt beobachtet haben, dass wenn wir hier etwas mit einem Elementarteilchen machen, dass ein verschränktes Teilchen Lichtjahre entfernt sofort darauf, ich will nicht sagen reagiert, ist das falsche Wort, aber dass sich das, was wir tun, dort sofort bemerkbar macht. Das zeigt, dass alles im Kosmos miteinander verbunden ist. Ja, eine uralte Weisheit. Ja, das ist ein Netz, was wir haben, das Schicksalsnetz, und es gibt Kräfte, die an den Knoten dieses Schicksalsnetzes ziehen. Jeder einzelne von uns zieht am Schicksalsnetz, indem er versucht, mit seinem Leben zurechtzukommen. Und da gibt es Leute, die ziehen dort kräftiger dran, die Macht haben, die Geld und Einfluss haben, ziehen da kräftiger dran als vielleicht der Durchschnittsbürger. Und das, was wir als Götter bezeichnen, das zieht noch viel stärker an diesem Schicksalsnetz, wodurch wir durch ein gewisses Maß durch das Schicksalsnetz bestimmt sind, was mit uns passiert und wogegen wir auch nicht viel tun können. Aber es ist nicht so, dass wir dem zu 100% ausgeliefert sind, weil wir ziehen ja selber dran. Und wir können entscheiden, in welche Richtung wir versuchen zu ziehen. Und dadurch haben wir vielleicht auch nur einen geringen Einfluss auf das, was passiert im gesamten Geschehen. Aber der Einfluss ist da. Der ist nicht null. Ja. Und das, finde ich, gibt der nordische Mythos sehr gut wieder. Im Griechischen ist es da schwieriger. Im Griechischen liest es sich meistens so, als wäre das ganze Schicksal von den Göttern bestimmt. Und es gibt nur sehr wenig griechische Geschichten, wo dem nicht so ist, wo auch Zeus dem Schicksal unterworfen ist. Mir fällt so auf Anhieb dann nur einer ein. Aber die Gestalten, die wir im nordischen Mythos haben, mit den Nornen, die das Schicksalsnetz quasi weben, das ist ja nicht weit von den Mäuren oder den Parzen entfernt. Es ist dasselbe Bild. Ja. Ja, wir haben
ein Schicksalsnetz, was miteinander verflochten ist. Wir haben die Norden, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft darstellen, wo die Bewegung des Netzes drin ist. Und jeder in diesem Kosmos zieht da irgendwie dran und manche ziehen kräftiger als die anderen. Aber der Mythos oder die Mythologie beschreibt das eigentlich ganz gut, was uns auch etwas darüber lehrt, wie wir hier drin sind. Und ich wiederhole mich, aber das Wichtige ist, dass wir dem nicht komplett fatalistisch ausgeliefert sind. Wir können etwas durch eigene Handlung, durch eigenen Willen daran ändern. Nicht vielleicht in dem Maße, wie wir es uns wünschen, aber wir sind nicht komplett hilflos. Wichtiger Punkt. Mhm. Denn wenn wir auf die Endzeit schauen, Ragnarök ist ja nicht das Ende der Zeiten, ist ja nicht analog des jüngsten Gerichts oder Konzepte wie die Apokalypse, die auch oft fehlgedeutet wird. Was ist der Tod im Heidentum? Es gibt ja diese drei Todesarten, es gibt Hehl, die oftmals verwechselt wird, natürlich mit unserer Hölle, das wird alles schön in einen Topf geschmissen, weil es nicht differenziert wird. Aber vielleicht magst du da vielleicht zum Abschluss nochmal so eine kleine Aufklärung geben. Ja, da sieht man, aus welcher Brille heraus die Bilderwelt betrachtet wird. Ja. Es wird, es gibt halt die drei Todesarten, die du angesprochen hast. Das ist der Schwerttod, der Seetod und der Strohtod. Also quasi, ob man im Kampf stirbt in einer Schlacht oder ob man auf dem Meer quasi ertrinkt oder ob man bettlägerig einfach so als alter Mensch vor sich hin stirbt. Ne? Und dann gibt es halt diejenigen, die den Schwertod gestorben sind, die kommen nach Valhall und die anderen kommen zu Hel. Und das eine ist wie der Himmel und das andere wie die Hölle. Ja. Ich persönlich halte davon gar nichts, weil zum einen in den Mythen die Bilderwelten sind anders. So schrecklich ist Helheim manchmal gar nicht. Es ist manchmal schrecklich, es ist manchmal schön. Ich meine, die Göttin Hel als Göttin der Toten hat ja sogar zwei Hälften, eine schöne Hälfte und eine hässliche Hälfte. Genau. Und das beschreibt sehr schön, dass der Tod für manche Menschen schrecklich ist, je nachdem wann, oder halt erlösend ist, je nachdem wann oder in welchem Zustand man aus dem Leben herausgerissen wird. Und das ist eine wunderbare Metapher darauf, wie der Tod funktioniert. Dass wir, nur eins ist unbestreitbar, um den Tod kommen wir nicht herum. Ja, auf irgendeine Art und Weise ist das Leben irgendwann mal für jeden zu Ende. Und dann ist es eine Frage, wie gehen wir damit um, dass unser Leben irgendwann mal zu Ende ist. Und ich finde das ist wirklich meine persönliche Interpretation von dieser ganzen Geschichte mit dem Schwerttod, dem Seetod und dem Strohtod. Das ist, kämpft man dagegen an? Wenn ich nicht sterben will, tue ich etwas dagegen. Gebe ich mich nicht dem Schicksal hin, sondern bekämpfe meine Krankheit. Mach eine Chemotherapie. Ja, versuche mich körperlich wieder auf Vordermann zu bringen, durch eine Reha, kämpfe ich dagegen. Und wenn ich dann sterbe, bin ich den Schwerttod gestorben, weil ich mich nicht einfach damit abfinde, sondern ich versuche es so lang wie möglich im Leben mitzumachen. Mhm. Während der Seetod der Unfalltod ist, da kann ich nichts dran machen. Ja. Fällt mir ein Flugzeug auf den Kopf und ich bin tot oder ich stürze ab, weil ich in Urlaub geflogen bin oder im Straßenverkehr, tödlicher Unfall, kann ich nichts gegen tun, dann ist das Leben zu Ende. Und der Strohtod, der ja sehr negativ konnotiert ist in der ganzen Geschichte, ist dann eher in meiner Deutung, dass wenn man sich dem Ganzen fatalistisch hingibt und einfach sagt, so jetzt will ich nicht mehr. Und das, wenn man sich die Mythen durchliest, gerade mal das Habermal, wo dann sehr schön drinsteht, dass man um sein Leben, egal wie schäbig es ist, kämpfen soll, dann hat das gar nichts mit Schlachten oder mit Krieg und mit Soldatentum zu tun, sondern eher, wie man sich durch sein Leben durchkämpft und ob man das bis zu seinem Tode einigermaßen durchhält oder ob man sich dem Schicksal fatalistisch hingibt. Das ist meine Deutung. Ein schönes Bild. Steckt eine Menge Weisheit drin. Und du hattest mir mal gesagt, bemerkenswert auch in der nordischen Mythologie ist, dass der oberste Gott eben der weise Gott ist und nicht der kräftigste. Das sagt auch viel über diese Mythologie aus.
Das stimmt. Nur wer der oberste Gott war, das ist auch zeitabhängig. Also da hat es in der Geschichte auch gewisse Schwankungen mal gegeben. Also ob es mal Tür oder Tor oder Odin war, das hängt ein bisschen vom Jahrhundert ab, in dem wir uns, und von der Gesellschaftsschicht wahrscheinlich, in der wir uns bewegen. Aber das wird jetzt hier ein bisschen zu weit führen, denke ich mal. Ein interessanter Punkt ist allerdings, wo du das Jenseits angesprochen hast mit dem Tod. Gibt es das Jenseits überhaupt? Und das ist eine sehr schwierige Frage, wo ich auch eine für die meisten Menschen vielleicht seltsame Antwort drauf habe. Ich sage mal, von allem, was wir wissen, vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus, ne, wird sich das Leben nach dem Tod ungefähr so anfühlen wie das wie vor der Zeugung. Na, wahrscheinlich ist aller Wahrscheinlichkeit nach, ist vor allen Dingen, wenn man ein sehr materialistisches Weltbild hat, so wie ich es habe, ist mit dem Tod Sense. Und ich gebe auch zu, dass ich da nicht viel Hoffnung habe, also Hoffnung im christlichen Sinne, vielleicht auf ein Jenseits schon gar nicht, wenn man dies opfert oder den Gott anbetet oder so, dass man dann einen Freifahrtschein in den Himmel oder Valhalla oder das Jenseits oder sonst wohin kommt. Das glaube ich nicht und das erhoffe ich mir auch nicht. Aber ich gebe ganz, ganz ehrlich zu, ich wünsche mir das. Also ich wünsche mir sehr, wirklich sehr, dass mit dem leiblichen Tod unsere geistige Existenz nicht zu Ende ist. Auf welche Art und Weise das dann sein wird, da wage ich es nicht eine Prognose zu abzugeben, aber es gibt da Wunschvorstellungen, wie ich es gerne hätte. Diese Wunschvorstellungen werden in den Religionen auch dargestellt oder thematisiert. Und da gibt es manche, die sagen mir sehr zu, und dann gibt es so die eine oder andere, die sagt mir nicht so zu. Aber im Großen und Ganzen wünsche ich es mir auf eine gewisse Art. Und ich glaube, da bin ich nicht so allein. Ja, wollte ich gerade sagen, du bist in guter Gesellschaft. Ich würde ganz gerne schließen mit einmal nochmal deinem Buch Aufgeklärtes Heidentum. Ich habe es hier mal in die Kamera. Verlinke es auch unten noch unter dem Beitrag. Und dann hast du aber noch einen ganzen Stapel mitgebracht, ja, wo quasi das nun die Essenz herausgekommen ist aus den ganzen Einflüssen. Ja, nicht ganz. Ein paar davon habe ich auch erst gelesen, nachdem ich das schon geschrieben hatte. Aber ich habe einen Stapel Bücher mitgebracht, die einiges von dem enthalten, was meine persönliche Weltsicht oder Lebensphilosophie ausmachen. Ich habe sie jetzt der Größe nach geordnet. Ich fange mal mit dem Kleinsten an. Das ist Cicero De Natura Deorum, über das Wesen der Götter, wo es auch darum geht, wo wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben, was ist denn nun überhaupt Religion? Und was ich an Cicero so faszinierend finde, auch wenn man andere Werke von dem liest, wie De Republica über das Gemeinwesen, es ist wie Tageszeitung lesen. Ja. Es hat sich am gesellschaftlichen Gehabe, am politischen Gehabe nichts getan seitdem. Er hat in diesem Buch, also De Natura Deorum, ist ein wunderschönes Beispiel drin, wo er sagt, was du machst, wenn deine Kinder krank sind. Es ist gut und richtig, in den Tempel zu gehen, um für sie zu beten. Aber nicht dreimal am Tag. Bringen sie bitte auch zum Arzt. Da fällt mir so die ein oder anderen Sektierer ein, die das heute genauso treiben, was so die Akzeptanz von gewissen medizinischen Möglichkeiten angeht. Und das finde ich faszinierend, in einem 2000 Jahre alten Text zu lesen. Ne? Dann das gesammelte Werk von Epikur, Philosophie der Freude. Ja. Epikur ist absolut missverstanden in unserem heutigen Kontext. Es hat nichts mit Hedonismus zu tun, gar nichts. Aber das Schlimme ist, über ihn ist nicht viel erhalten. Also was er direkt von sich geschrieben hat, das ist dieses kleine Büchlein. Ja. Und das Allermeiste, was wir über seine Philosophie wissen, ist von seinen Gegnern niedergeschrieben. Mhm. Und das ist etwas schade. Und wenn man das hier liest, ich finde Epikurs Philosophie unglaublich schön. Er schreibt auch darüber, dass, man hat ihm ja auch Atheismus vorgeworfen, Epikur, ne? Ja. Weil er auch sagt, du bist nicht gottlos, wenn du
das ablehnst, was man allgemein für einen Gott hält, sondern eher das Gegenteil von dem. Also er negiert niemals die Götter, sondern er sagt, die reagieren nur ein bisschen anders, als wir das in unseren sie sind etwas anderes, als das, was wir in unseren Geschichten niederschreiben. Und das hat schon was. Aber von seiner Lebensphilosophie her finde ich halt schön. Und wie gesagt, es ist kein Hedonismus. Er sagt, carpe diem, lass es dir gut gehen, aber übertreib es nicht. Ja. Wenn du es übertreibst, geht es dir nicht besser. Mhm. Dann geht es dir auch schlechter, als wenn du es einfach ein bisschen in Maßen machst. Und er sagt, gutes Essen, wunderbar. Aber machst du zu viel davon, Übergewicht, nicht besonders gesund, es geht dir dann nicht besser danach. Und das ist, es sind einfache lebenspraktische einfache Weisheiten. Lebensweisheiten, ja. Aber Weisheiten sind einfach immer recht einfach. Mhm. Dann von Hans Klopft, Mysterienkulte der Antike, wo er quasi das Kultwesen oder das Vereinswesen in der Antike beschreibt, wie dort Religionen in einem gemeinschaftlichen Bereich, also nicht im privaten Bereich, aber nicht auf der Staatsreligionsebene funktioniert haben. Und nimmt sich hier mehrere Kulte vor und ich finde so schön am Demeter-Kult, dieses Mysterium. Das Mysterium hat ja gar nichts mit Geheimhaltung zu tun. Das ist die Mysterien in diesen Kulten, um die es da geht. Das waren offene Geheimnisse. Du spoilerst jetzt. Ja, ich spoilere jetzt, ich weiß, aber ich erzähle dann auch nicht weiter dazu. Ich kann es nur jedem raten, mal zu lesen. Das ist wirklich gut. Da lernt man sehr viel über, wie Religion funktionieren kann, was außerhalb dessen ist, was die Allgemeinheit heute in unserem kulturellen Kontext als Religion versteht. Ja. Dann vom Philosophischen her, von Laughlin, Nobelpreisträger Physik, hat das Buch geschrieben, Abschied von der Weltformel. Äußerst interessant, die Physik sucht seit Jahrhunderten, also seit Newton, nach der Weltformel. Oder seit dem 19. Jahrhundert nach einer vereinheitlichten Urkraft, also die vereinheitlichte Feldtheorie, die suchen wir ja immer noch. Wir sind da schon ziemlich weit. Wir haben sehr viele Kräfte, also schon miteinander vereinheitlicht, aber wir wollen es immer noch weiter treiben. Die Gravitation passt irgendwie. Sie passt nicht so rein, nein. Also die Gravitationstheorie, also die allgemeine Relativitätstheorie, ist eine klassische Theorie, in dem Sinne keine Quantentheorie. Und es passt zu den anderen nicht so wirklich zusammen. Es gibt jede Menge Hypothesen, wie man das unter einen Hut bringen kann, aber es funktioniert alle nicht so richtig. Und Laughlin stellt die schöne These auf, das liegt vielleicht daran, dass das nicht gibt. Vielleicht gibt es nicht diese eine Urkraft, aus der sich die anderen alle entwickelt haben, bei der Expansion des Universums sozusagen, sondern vielleicht gibt es ja zwei. Ja. Oder drei. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Und da ist die Geschichte, was ich mir überlege, ob die Suche in der Physik, in der Kosmologie auch heute noch, ob das nicht ganz stark monotheistisch beeinflusst ist. Mhm. Wir suchen den Urgrund. Ja. Den einen Grund fürs Sein. Big Bang. Die eine Urkraft. Ja. Und vielleicht gibt es die. Und deshalb sehr interessant zu lesen. Ja. Guter Punkt, eben auch unter religiösem Aspekt. Ja. Absolut. Mhm. Darüber schreibt er jetzt nicht, er macht es rein philosophisch. Aber das kann man vom religiösen Standpunkt, also zumindest von dem, den ich so vertrete, durchaus daraus betrachten, was der spirituelle Hintergrund unserer Kosmologie angeht. Aber das Interessante ist, dass vielleicht die Religion und auch die Naturwissenschaften gar nicht so weit voneinander getrennt sind, wie wir immer glauben, sondern dass unser religiöser Kontext, den wir im christlichen Abendland nun mal haben, einen ganz enormen Einfluss darauf hat, wo die Physik hinarbeitet. Das finde ich äußerst spannend. Also auch wenn man wie man Physik betreibt, natürlich keine religiösen Vorgaben mehr folgt, sondern wirklich so, wie man seit der Aufklärung sich Naturwissenschaften vorstellt. Also dass jede Theorie auch empirisch nachweisen oder widerlegen kann oder ähnliches. Ja. Aber dass so der Grundantrieb, eine Urkraft zu finden, durch und durch monotheistisch ist und vielleicht gar nichts mit der Realität zu tun hat. Und das ist sehr interessant zu lesen, finde ich. Super. Dann von Bonnetheim, Dissertation, Loki. Ja. Hat mit Heidentum eigentlich nichts zu tun, dieses Buch, muss ich dabei sagen. Ist rein Literatur, wissenschaftlich betrachtet, aber hochspannend. Aber hochspannend, weil die verschiedenen Deutungsmuster der Figur Loki, und Loki ist einer der interessantesten Götter, ob man ihn überhaupt als Gott bezeichnen kann, lässt sich auch stundenlang drüber diskutieren. Ja.
Die Deutungsmuster von ihm über die Jahrhunderte hinweg, die Rolle im Mythos, ist er ein Freund der Götter, ist er ein Feind der Götter, zu welchem Zeitpunkt ist er das, auch zum zyklischen Rhythmus, ne, dass mit Ragnarök nicht alles vorbei ist, sondern eine neue Welt beginnt und es keine lineare Zeit in dem Mythos gibt, sondern eher eine zirkuläre Zeit. Unglaublich gutes Buch, kann ich aus dem Grund jedem nur empfehlen, besonders Neuheiden. Und besonders sollte die Loki für den Satan halten oder Loki für einen ganz tollen Gott halten. Gut zu lesen, um da mal einen etwa Schritt zurückzugehen und einen etwas weiteren Blick auf den Sinngehalt der Mythen überhaupt zu bekommen. Auf jeden Fall bringt er die Geschichte voran als Trickster. Und als Archetyp. Es ist ein Archetyp, der jetzt gar nicht so sehr personalisierbar ist, wie so ein jungianischer Archetyp, sondern wirklich ein kosmologischer Archetyp. Dass es einen gewissen, dass die Ordnung einen gewissen Anschubs braucht, um dahin zu kommen und vielleicht noch irgendwann wieder zugrunde geht und dass die gleichen Mechanismen, die diese Welt geschaffen haben, diese Welt dann auch wieder zerstören können. Da machen wir dann ein eigenes Gespräch drauf. Können wir machen. Also Loki ist eine, und nicht zu verwechseln mit dem Marvel-Loki. Also da liegen Welten. Zwischen. Das darf man nicht vergessen. Dann wirklich direkt aus dem theologischen Bereich kann ich Klauk empfehlen. Die religiöse Umwelt des Urchristentums, gibt es zwei Bände. Warum finde ich die hier so interessant? Weil sie die antike Religiosität sehr gut beschreiben. Wie es mit dem Staatskult geht, wie es mit der privaten Religiosität zu Hause, mit den Laren und so weiter geht. Und wirklich auch ausarbeitet, wie sehr das Christentum anders strukturiert war als das antike Heidentum. Ja. Und was ja in gewissen Bereichen das ist, was im Neuheidentum versucht wird zu rekonstruieren. Es wird nicht gelingen, diese Rekonstruktion, allein weil man viel zu wenig weiß und weil sich gesellschaftliche Dinge auch so weit gewandelt haben, dass sich das gar nicht mehr vollständig nachleben lässt. Wir sind nun mal jetzt 2000 Jahre weiter als die Antike. Aber so als Blick, wie man prinzipiell zum Thema Religion, Religionsgemeinschaften und der praktischen Ausübung von Religion stehen kann, sind die Bücher unglaublich lehrreich. Ja, das stimmt. Und als letztes hätte ich noch, wenn es um die praktische Anwendung geht, vom Eldarring, das Buch Eldarriten, wo drin beschrieben steht, wie man heute religiöse Rituale im neuheidnischen Umfeld denn machen kann. Und zu diesem Buch gibt es eine interessante Geschichte. Was hat es für Diskussionen gegeben, ob man so ein Buch im Heidentum überhaupt machen darf? Weil es mit Recht als eine Art Liturgie angesehen wird, die von einem Lehramt vorgegeben wird, was in dem arg anarchisch aufgestellten Neuheidentum eigentlich nicht besonders opportun ist. Aber darum geht es in diesem Buch nicht. Es geht nicht darum, dass einem Wort für Wort vorgeschrieben wird, was man tun soll, sondern es geht darum, dass man Beispiele hat. Ja. Tradierte Beispiele, die Leute benutzt haben, die funktioniert haben, die man sich als Vorbild nehmen kann. Ja, das ist nicht als Lehre gesetzt, als Dogma gesetzt, so musst du das machen, sondern so funktioniert es. Ja. Ja, und das Schlimme ist, was viele leider aus der anarchischen Brille übersehen, wenn man nicht ein gewisses gemeinsames Regelwerk hat, ein paar gewisse gemeinsame Phrasen, was so etwas wie eine Liturgie ist, ist ja völlig egal, ob die jetzt durch eine Obrigkeit, ja, durchs Magisterium oder durch Basisdemokratie zustande gekommen ist, wenn man sich nicht auf gewisse Regeln einigt, kann man auch nicht zusammenarbeiten. Ja. Die Frage ist nur, wie kommen diese Regeln in die Welt? Wie flexibel sind die? Ne, was kann ich daran drehen? Aber ohne jede Vorlage funktioniert kein Ritus. Nein, man muss sich da drin schon irgendwo wiederfinden können. Und das funktioniert nur mit sich wiederholenden Floskeln, was gar nicht despektierlich gemeint ist, sondern wir machen Rituale jeden Tag. Das Händeschütteln, das sich verbeugen, möchtest du einen Kaffee haben? Das sind alles Rituale, die funktionieren, damit die Gemeinschaft zusammenarbeiten kann. Weil ganz alleine funktioniert der Mensch nun mal nicht. Wir sind immer in einer Gemeinschaft. Und das gerade, wenn man spirituell etwas erleben möchte,
ist es hilfreich, wenn man das in einem Rahmen macht, den man schon kennt oder den man relativ einfach kennenlernen kann. Und dann heutzutage funktioniert es ohne ein niedergeschriebenes Werk nun mal leider nicht so gut. Und deshalb kann ich dieses Buch nur empfehlen, nicht als Maßstab, wie man es zu machen hat, sondern als Vorschlag, wie es sehr gut funktioniert. Weil die Leute, die hier drin geschrieben haben, haben es alle schon mal ausprobiert. Es sind in den allermeisten Fällen sind es Erfahrungsberichte, also Rituale, die wirklich so gemacht worden sind. Und es funktioniert einfach. Ja, damit eine Vielzahl von Anregungen, von Literatur, die ihr natürlich auch gerne euch aneignen könnt, neben dem von Andreas natürlich, mein Einstieg in das Heidentum und mittlerweile auch ein wenig praktiziert bei verschiedenen Zusammenkünften, die wir beide erlebt haben. Insofern hoffe ich, dass wir euch nun eine kleine Einsicht gegeben konnten. Es ist natürlich auch in der Zeit, die wir hatten, ein Einstieg. Ich hoffe, wir werden das fortführen, verschiedene Themen nochmal näher beleuchten, die Edda, Loki, verschiedene Götter, Gottheiten. Und damit, Andreas, bedanke ich mich vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben viel besprochen und ich hoffe, wir setzen das fort. Ich habe zu danken für die danke Möglichkeit, dir. Das mal zu erzählen. Ja, ja. Und danke euch, dass ihr dran geblieben seid. Und ich hoffe, genau. Wir konnten euch inspirieren. Bis bald und macht's gut.